er mich angezeigt hat wegen Facebook. Ja, ich weiß. Und das muss man sich natürlich fragen, Bruder, dass so ein Typ mich anzeigt wegen Volksverhetzung, weil ich seinen Propheten kritisiert habe, dass er eine Neunjährige geheiratet hat. Und laut aber ist doch nicht gelogen, du lügst ja nicht. Eben. Laut deutsches Recht nennt man sowas Pädophilie. Richtig. Also wo soll das eine Volksverhetzung sein? Ja, Issam Bayam, der TikTok-Imam, Issam Bida, ja, der ist doch diese Person, der einfach befürwortet, die Scharia gerne haben möchte. Richtig. Und er auch ganz klar sagt, dass Mohammed eine Neunjährige geheiratet, mit der Begründung, es war früher so. So, dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass es nicht so ist, denn die Sunna ist zeitlos gültig, ja, und wir sehen auch bei Taliban, Pakistan, in den meisten islamischen Ländern ist Kinderehen erlaubt. Ja, ab 14 oder ab 9, ab 12 sogar noch. Also es gibt unter Taliban Kinderehen ab 9, sobald sie ihre Reife erlangt, ist sie freigegeben. Ja. Und das sagt der Mohammed in den ganzen Hadithen. Warum macht man da eine Ausnahme und sagt, das war früher so, aber allen anderen Hadithen, die deinen, wo du nicht rumheuchelst, dass du Bart kürzen musst, dass du die Hose kürzt, das ist natürlich alles andere ist gültig, aber genau das ist nicht gültig. Das war früher so. Ja, dann mach da eine Ausnahme. Da mach in allen Hadithen, es war früher so. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Da kannst absolut. Du nicht sagen, nur bei Aisha war das früher so, damals war das normal. Ja, da mach doch auch bei allen Hadithen dann weg. Richtig. War ja auch früher. Oder? Stimmt, dann absolut. Mal Auto fahren. Dann reite auf einen Kamel. Ja, ja, aber wurde diese Aussage, ich glaube vor ein paar Jahren war, ich weiß nicht wann das war bei dir, vor 5 oder 6 Jahren hast du das schon mal gesagt, du so, ja, dann geht doch auf Kamele und mach das, was da drin steht, dann mach das auch, aber komplett. Aber die lassen das weg, verstehst du? Ja, ja, genau. Und das, das meine ich ja so, das ist immer diese Peinlichkeit. Verstehst du, ich sage immer wieder, ein Muslim, der sich seine eigene Religion schämt, dann frage ich mich, was hast du dann in diesem Glauben zu suchen? Richtig. Also wenn ich ein Muslim wäre und ich schaue mir Mohammeds Leben an, ja, was er getan hat, und er soll ja das beste Vorbild sein. Es geht ja noch so weit, dass er sagt, Allah sagt, wenn du auf Mohammed nicht hörst, so hörst du auch auf mich nicht. Richtig, genau. Ich habe die Quelle sogar. Also stimmt. Irgendwas. Also ganz ehrlich, dann würde ich mich ganz klar fragen, okay, lebe ich den Islam so aus, was Mohammed gesagt hat, oder ich bin ein Heuchler? Eins von beiden. Wahnsinn. Ja. Die heucheln, Wahnsinn, Bruder, Wahnsinn. Und das sage ich ja immer wieder, ne? Also wir sehen in vielen Aussagen von Mohammeds Leben, kann man das nicht mit deinem Verstand vereinbaren. Alleine die Tatsache, das kannst du gar nicht ausleben. Weil es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Es gibt gewisse Hadithen, die du einfach nicht ausleben kannst. Richtig. Ne? Also das ist ja das Problem. Ja? Was schreibt er? Die Welt ist so groß, Petrus. Guck mal, ist Nietzsche, guck mal, ich sag dir mal was. Es gibt mehr Pädophilie im Orient als in Europa. Soll ich dir sagen, warum? Dort wirst du nicht mal bestraft für Pädophilie, weil es erlaubt ist. Das ist das Schlimme daran. Deswegen siehst du da auch nicht so oft, wo ist Pädophil? Im Orient ist es normal. Die dürfen ja Kinder heiraten. Die dürfen Kinder heiraten. Deswegen siehst du dort auch nicht Pädophile irgendwie im Fernsehen oder sonst irgendwas. Das ist normal bei denen. Das ist ja deren ihre Moral. Das verstehen voll viele gar nicht. Die denken hier in Deutschland und Europa, Bruder, gibt es so viele Pädophile. Nein, im Orient, Bruder, die ist voll mit Pädophilie. Aber es wird dort nicht geahndet wie hier. Verstehe ich nicht, Bruder. Wie hohl die sind. Gottes Segen, liebe Geschwister. Isnici, vertraue mir, Shalom. Vertraue mir, Isnici. Im Orient, das ist abartig. Google doch mal. Weil du musst überlegen, die dürfen ja, guck mal, der Ilianatan redet die ganze Zeit über Dings, über die Heirat von Aisha. Aisha war 6 Jahre alt. Mit 9 hat er die Ehe vollzogen. Die nehmen das immer noch wortwörtlich. Deswegen ist auch die Kinderheirat legitim. Die dürfen das.
Weil es steht drin. Und die sagen ja, der beste Mensch, der je gelebt war, war Mohammed. Die machen alles, was er gemacht hat. Bruder, die denken, das mit Pedos und dieser. Wie könnt ihr über Pedos reden, wenn der eigene Prophet eine Sechsjährige heiratet? Mit neun hat er sie zerfetzt. Die hat nicht mal ihre Tage gehabt. Das sind eure Quellen. Das verstehe ich nicht. Ja. Bruder, ich verstehe es nicht. Das Problem ist, Bruder, dass Menschen es gibt, wie zum Beispiel dieser Alimor, der sagt, er lehnt die Hadithen ab. Er ist ja kein Moslem, Bruder. Der ist ja gar kein Muslim, Bruder. Erstmal das. Zweite Fall ist ja, Bruder, wie kann man seinen eigenen Islam zusammenbasteln? Ja, sieht man ja. Sagt, ich lehne die Hadithen ab, weil Mohammeds Leben irgendwie schrecklich ist. Aber Allah sagt im Koran, wenn du ein Koranit bist, wenn du auf Allah nicht hörst, du hörst auch auf Mohammed nicht. Es gibt so eine Endesuren dazu. Also wie willst du dann auf Mohammed hören, wenn du die Hadithen ablehnst? Guck mal, einer schreibt, stimmt das, dass Rebecca 3 Jahre? Ich gebe dir 1000 Euro. Ich gebe dir 1000 Euro, wenn du mir zeigst, dass sie 3 Jahre alt war, laut der Bibel. Ich gebe dir 1000 Euro jetzt sofort. Wir machen live. Ich zeige dir sogar jetzt mein Geld, bar. 1000 Euro an jeden, der mir jetzt beweisen kann, in der Bibel, dass sie 3 Jahre, dass da steht 3 Jahre. 1000 Euro live. Ich mache sogar Kamera an, ich zeige sogar das Geld. Dürfte ich nur kurz, ich wollte euch nur, weil es gerade Thema war, wegen Melden, ich gehe gleich wieder runter, wegen einem Meldesystem, wie das funktioniert auf TikTok, das wissen nämlich, das weiß fast niemand. Ja. Wenn jetzt irgendwas passiert in einem Stream, was zu melden ist, egal jetzt was, ja. Dann hast du 30 Sekunden Zeit. Wie viel? 30 Sekunden. Okay. Eine Meldung zu machen. Und da ist es dann komplett egal, was du meldest. Keinen Grund suchen, sondern einfach eine Meldung raus, weil irgendjemand dann, ein Administrator, das kriegt, also jede Meldung kriegt jemand auf dem Bildschirm. Und die kriegen einen 30-sekündigen Clip von deiner Meldung zurück. Okay. Und da muss dann irgendein Verstoß sein. Sonst bringt das Melden nichts. Also das heißt, ich muss da einen Grund eingeben. Und der muss auch richtig sein, oder? Nein, der ist komplett egal. Ach so. Also nicht Grund suchen, weil das kostet Zeit, sondern direkt irgendwas drücken, irgendeinen Meldegrund, damit dieser Verstoß dann, wenn jetzt einer beleidigt oder keine Ahnung, was auch immer der Meldegrund ist, damit dann jemand auf den Bildschirm kriegt. Genauso auch bei den Kommentaren, das kriegt immer jemand auf den Bildschirm und entscheidet, ob das ein Verstoß ist oder nicht. Mhm. Das heißt, deswegen, wenn melden, nicht lange suchen, irgendwas drücken und ja. Und es bringt auch nichts, wenn einer dann mehrmals meldet, sondern eine Meldung reicht. Ach so, okay. Das heißt, derjenige könnte jetzt rein theoretisch nicht 3-4 Mal melden, weil die sehen ja, dass es derselbe ist. Wahrscheinlich. Genau, das bringt nichts. Das bringt nichts. Okay. Ja. Aber wenn es natürlich mehrere machen und dann, weiß nicht, das sind 5 verschiedene Administratoren jetzt, nur eine Zahl, und da die melden alle, also von diesen 5 melden 3 den gleichen als Verstoß, dann wird er natürlich schneller gesperrt. Aber eine Person mehr, also wenn ich dich jetzt mehrmals melde, das bringt nichts. Mhm. Ja, nee, aber also, gut zu wissen, Bruder. Ja, danke. Ja, ich wollte euch das nur erklären. Danke. Und ja, dann gehe ich wieder runter. Danke für eure Arbeit, ihr macht es super. Gottes Segen. Danke dir, Gottes Segen. Ach ja. Also wie gesagt, offiziell, Elianata, ganz kurz, offiziell an jeden. Wer kann mir beweisen, dass Rebecca 3 Jahre, weil guck mal, die schämen sich ja. Warum, Bruder, wenn wir über Aisha reden, 6 Jahre, die kommt gleich mit Rebecca. Wieso kommt ihr mit Rebecca? Also schämt ihr euch dann, dass sie 6 Jahre alt war? Weil wenn ihr euch nicht schämt, würdet ihr nicht mit Rebecca kommen. Ihr würdet sagen, ja, Alhamdulillah, sie war 6, mit 9 hat er sie zerfetzt. Alhamdulillah, wir sind dafür. Es ist auch gut so. Wieso lenkt ihr auf die Bibel ab? Also schämt ihr euch dann irgendwie, dass sie 3 Jahre alt war? Also guck, schämt ihr euch? Rebecca war nicht 3 Jahre alt. Es gibt es bei den Seraphim 55a, das ist von einem Gelehrten, der was leider falsch interpretiert worden ist. Da steht nicht, dass sie mit 3 in der Ehe eingeht, sondern sie wartete 3 Jahre lang. So, und laut diesen jüdischen Gelehrten sagen alle, die müssen für die Ehe selber zustimmen. Sie wird nicht gezwungen. Und wir sehen in der Bibel hindurch, dass Rebekka gefragt worden ist, möchtest du mit diesem Mann gehen? Sie sagte ja. Rebekka erkannte ihren Mann. Rebekka speiste ihre ganze Familie. Rebekka hat aus dem Brunnen Wasser geschöpft. Er hat die Kamele getränkt. Also die hat alles gemacht, was nicht
eine Dreijährige zuschreiben kannst. Das ist unmöglich. Richtig. Absolut, Bruder, absolut. Wie gesagt, Bruder, weil die kommen immer mit dem Argument, weil die sich schämen für ihre Quelle, weißt du, da tut man ablehnen. Hallo? Wahnsinn. Hallo? Hallo? Ja, bitte. Guten Tag. Grüß. Auf jeden Fall letztens Kabbala gemacht mit meinem jüdischen Bres. Ihr Goyims, ihr kommt alle in die Hölle, ihr seid Goyim. Bist du fertig, oder? Ja, ich wollte sagen, dass ihr Goyim seid. Okay, hast du noch irgendwas im Herzen, dann lass es raus. Ja, okay, guck, eure Religion wurde erschaffen, damit ihr den Juden dient. Von den Juden wurde die eure Religion erschaffen. Hast du noch irgendwas im Herzen, dann lass raus. Ja, und zwar Juden kontrollieren die Welt und ihr seid die Sklaven von den Juden. Und du bist auch ein Jude? Könnt ihr alles nachlesen. Du bist auch ein Jude, oder? Bitte? Du bist auch ein Jude. Wer ist ein Jude? Ich? Du, ja. Wie kommst du denn darauf? Weiß nicht, ihr seid Goyim, Goyim. Bist du ein Jude oder wie? Nein, du bist Goyim. Ich bin kein Jude. Aber nur ein. Ich kläre auf. Das sagen nur die Juden zu anderen Goyim. Ich weiß, aber ich kläre auf. Ihr seid. Wie bitte? Lebst du hier in Deutschland? Was tut denn das zur Sache? Ah, was tut sich das zur Sache? Warum sagst du, die werden von Juden kontrolliert? Weil Rothschild-Familie die Welt kontrolliert und der jüdische Leibsinn. Dann geh doch in Saudi-Arabien. Was machst du denn hier? Warum? Was hat denn das damit zu tun? Ungebildeter Mensch mit seinen Erbsenhirn da. Bruder, ihr seid Goyim, Goyim. Er hat ein Wort kurz gegoogelt, jetzt hat er ein neues Wort gelernt, Goyim. Er dachte, er kommt jetzt intelligent rüber, weißt du? Das heißt, Goyim. Das Schlimmste, Bruder, er sagt zu uns, wir werden von Juden kontrolliert. Ja, natürlich. Alles wird von Juden kontrolliert. Ja, Deutschland, alles. Ja, aber was machst du dann in Deutschland? Du lässt dich doch auch von einem Juden kontrollieren, oder? Wahnsinn, Bruder, ehrlich. Peinlich. Ja, es ist nicht böse gemeint, aber ganz ehrlich, man muss mit diesen Menschen einfach keine Aufmerksamkeit schenken. Wenn jemand solche Äußerungen tätigt, einfach raus. Unwissen, ja? Bruder, du siehst doch Unwissen. Der hat keine Ahnung, was er spricht. Null. Wie peinlich, echt peinlich. Goyim, Goyim. Er weiß nicht, was Goyim ist, Bruder. Ey, wohin? Ah, okay, ich komme sofort. Bruder, ich muss in 10 Minuten... Alles gut, Bruder. Ja, Bruder, ansonsten, Bruder, jetzt was gibt es Neues mit dir? Bruder, wie gesagt, ich guck Dings, also ganz normal arbeiten oder nach Hause. Ich gucke oft Fernsehen, was so passiert in Gaza, in Israel und dies, das. Und ich habe gestern ein Video gesehen von einem YouTuber, ich will nicht seinen Namen sagen. Den kennst du bestimmt. Der hat auch gemeint irgendwie, du kennst doch diesen Rabbi, diesen Oberrabbi Kaduri. Sagt dir das was, Ilja? Ja, habe ich mal gehört, ja. Das ist doch so ein Oberrabbi gewesen in Israel. Und der ist eine ganz große Nummer bei den Juden. Wirklich eine ganz große Nummer. Und dieser Kaduri, Bruder, der hat gesagt, ich weiß, wer der Messias ist. Ich habe geträumt. Ich habe quasi so ein Dings bekommen, einen Traum gehabt. Und ich habe gesehen, wer der Messias ist. Er hat sich mir erschienen und keine Ahnung was. Ne? Er hat gesagt, ich werde es erst veröffentlichen, wenn ich sterbe. Das heißt, ein Jahr nach seinem Tod wird es veröffentlicht, was er geschrieben hat, wer der Name ist von diesem Messias. Ich kenne das. So. So. Und alle Juden, Bruder, natürlich, wow, Halleluja, Halleluja, ne? Die haben sich gefreut, okay. Dann ist er gestorben. Jetzt musst du überlegen, Bruder, diese ganzen ultraorthodoxen Juden, Bruder, ich diese chassidischen. Warte, ja. Warte. Und dann, Bruder, alle haben sich gefreut, ne? Der ist dann gestorben. Jeder, wie gesagt, alle Juden, Halleluja, Halleluja. Auf einmal, Bruder. Sie nehmen diesen Zettel, ja, nach einem Jahr nach seinem Tod, so wie er es gesagt hat, die machen auf, da steht Yeshua. Ja, genau, Bruder, genau. Yeshua HaMashiach, Bruder. Also da gab es mehrere so Anzeichen und dann haben die Anfangsbuchstaben überall genommen, haben die Oberrabbiner haben gesagt, oh, da kommt Yeshua raus. Ja, 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 die ja, genau. waren erstmal schockiert. Ja, genau, Bruder, darüber habe ich meinen Vortrag gehalten, ich weiß aber nicht wann, Bruder. Ja. Komm jetzt? Okay, halt. Ich komme. Bruder Herz, ich muss leider los. Alles gut, Bruder Herz. Alles gut. Wir hören uns. Sprechen wir uns mal später. Leider hat sich kein Muslim getraut, reinzukommen. Guck mal. Gott segnet euch. der Herr segnet euch und bewahre euch. Ist dir schon mal aufgefallen, Bruder,
Wie viele Erdbeben jetzt vor kurzem auch in Nepal ist? Ich weiß, sehr viel. Der Herr kommt, Bruder, und die Sparkasse will Bargeld jetzt auch abschaffen. Ich weiß, ja. Die werden die Ersten sein. Und alles ist das, was der Jesus Christus gesagt hat. Absolut, Bruder. Absolut. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Gott segne euch. Bruder. Wir hören uns. Warte euch, Bruder. Wir hören uns heute Abend. Ja. So Gott will. Ja. Amen, Bruder. Gott segne dich. Zu Islam konvertieren. Habt ihr mal mein Debatte mit Anas Islam gesehen? Nein. Ich habe Anas Islam gefragt, brauchst du Hadith? Er sagt nein. Guck mal, ganz da, Rira, warte mal, Jungs, ganz kurz. Klubberland. Guck mal, da schreibt einer Kommentare. Nimmt den Islam zu eurer eigenen Errettung. Warte mal, wer errettet uns in Islam? Sagt mir bitte mal, wer errettet mich laut dem Islam? Wer? Allah oder Mohammed? Wer tut mich erretten? Wie ist eure Errettung? Komm mal hoch, erklär mir mal bitte, was eine Errettung bei euch? Acht Follower, Bruder. Bis in 5 Jahren vielleicht. Eins verstehe ich nicht, Abu Khanjar. Mohammed ist doch bis zum Borach zum Himmel geflogen, ne? Angeblich. So, aber hier habe ich ein Problem. Der Jibril, er sitzt sich auch danach auf dem Borach. Nee. Mann. Ja, ihr beide sitzen auf dem Borak. Hey, wie kann man sowas glauben, Bruder? Ehrlich, kann man an sowas glauben? Warum soll Jibril auch auf dem Borak sitzen? Das verstehe ich nicht. Jibril ist doch ein Engel, yani, angeblich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das Problem. Warum sitzt er mit Mohammed jetzt auf Borak beide? Das sind nur Träume. Also, weißt du, was Al-Borak überhaupt bedeutet, Bruder, auf Arabisch? ganz ehrlich jetzt, an alle, wo hier zuhören, ne, das wusste ich auch nicht. Al-Burak, als ich das Wort mehrmals gesagt habe, ne, also mehrmals ausgesprochen habe, ist mir was aufgefallen. Ali, du kannst perfekt Arabisch, hör gut zu, okay? Burak. Was bedeutet, denkst du auf Arabisch, Burak? Überleg mal nach. Ist das nicht Burak. Blitz? Ja, ich war richtig ja. Blitz. Ja. Burak, Burak, Burak. Ja, und dann habe ich mal gegoogelt, ich so, tatsächlich, Al-Burak, das heißt der Blitz. Also wie ein Blitz. Wahnsinn. Ein Esel. Das war ein Esel, ne? Esel oder Pferd? Das war ein halb Frau, halb Esel. Ach so, stimmt. Das war so ein Mischwesen, So ein Missgeburt. Kennst du Wolfgang Petri? Das ist das fliegende Wolfgang Petri. Der sieht wirklich so aus. Wahnsinn. Der war wie Mohammed. Burak, geklaut von Bruder, die haben das von den Zoroastern geklaut. Ne? Also ja, das wollte ich auch sagen, Bruder. Die haben sehr viele Sachen von den Dings Perser, Bruder. Sehr viele Sachen. Und nennen sie dann noch sie nochmal? Majusi. Die nennen sie Majusi. Machen sich doch immer lustig über die Sardusht, ne? Die machen sich immer lustig über sie. Das Problem ist, die haben so viele Sachen übernommen von denen. Aber es geben die niemals so. Du weißt selber, Ali, wie viel die. Ja, Bruder, die haben alles geklaut. Es gibt nicht, was der Islam nicht geklaut hat. Sag mir eine Sache, was Islam nicht geklaut hat. Da, hier, guck mal, das Bild an. Guck mal. Das ist die. Bruder, das ist typisch. Vergewaltigt. Das ist typisch. Ich bin mir das sicher, er hat sie vergewaltigt. Der Bruder, also wenn sie so aussieht, das kann ich mir vorstellen. Das ist sie, ja. Wahnsinn. Auch die Hübsche. Was haben das geklaut? Da war Mohammed, da ist Aisha, da ist die Zainab. Das Video ist aber brutal, Leute, guck mal, das Video ist wirklich brutal, das ist die Kaaba, Jani. Ja, das ist ja größte. Jani, in der Zeit der Jahiliya, guck mal. Ja, das ist Rob Christ, ja, der ist. Das ist vor dem Islam, ne? Ja. Und die machen heute genau dasselbe, guck mal. Das ist Allah. Chakalo. Das war Allah. Hier Allah. Das war Mohammed. Oh. Nee, Allah kommt gleich. Nee, Allah ist der. Warte. Achso, das war der. Warte, ich zeige euch welcher. Warte. Und? Der. Genau. Da. Weil ich glaube, das war Hubal, so wie ich weiß. Das war Hubal, der Vater von Allah. Ja, richtig. Ey, an alle Muslime, die hier zuhören, ne? An alle Muslime, ich habe eine Frage. Wenn das war der Opa von Jindullah. Surat Jin 72. Ta'ala, der Opa von Allah. Oder, einer schreibt gerade, wo ist die Statue mit den zwei rechten Händen? Ta'ala. Da steht geschrieben, Ta'ala Jadullah.
Ja, genau, stimmt. Deswegen habe ich doch Jadullah, genau. Ja, das ist ja der Opa von Allah, ist, heißt Ta'ala. Ta'ala Jadullah. Wahnsinn, ja. Jadullah. Als ich das erste Mal mit Bruder Harut das gemacht habe, ich konnte nicht mehr. Jadullah statt wortwörtlich Opa von Allah. Ja, das ist das. Das haben wir von Bruder Ahmed, Ex-Muslim, gehabt, glaube ich, damals. Ah, es kann sein. Der hat viele Quellen gehabt. Ja. Der ist auch krass, ja. Der nimmt einfach im englischen Raum jeden auseinander. Bruder, die haben Quellen, die sind im deutschen Raum noch nicht veröffentlicht worden. Verstehst du? Weil die Muslime hier, wie zum Beispiel Hamdi, glaubt mir, er kennt viele Quellen, die tut er hier nicht veröffentlichen. Vertrau mir. Zum Beispiel, dass Allah auf Bett liegt, das haben die auch nicht auf Englisch oder übersetzt. Also das mit den Djinns und so weiter von Musnad Ahmad, die Quellen, die sind alle auf Arabisch. Also ich habe zwar die Quellen, aber ich kann die nicht lesen, weil ich kann kein Arabisch. Bruder, es gibt viele Sachen. Aber es gibt sehr viele, richtig. Extra, die haben sogar nicht mal auf Englisch übersetzt. Überleg mal, auf Arabisch. Die bleiben verborgen in der arabischen Welt. Außer arabische Christen oder Ex-Muslime, sage ich mal, im arabischen Raum, tun sie veröffentlichen, Bruder, und dann geht's ab. Zum Beispiel dieser Qomu Zakaria, Ali, du weißt aber, gell? Ja. Der hat, ja, du weißt der selber. Der hat den Islam zerstört. Mehr brauchen wir nicht sagen, Bruder. War das nicht der gesagt hatte, dass 99% der Quellen uns versteckt wurden, also vorenthalten sind? Ich glaube, Bruder, ist das ein Kopte, weißt du, aus Ägypten? Abu Khanjar, man hat 50.000 Millionen auf seinen Kopf gesetzt zu töten. Ich weiß, hab's mitbekommen, ja. Krass. Ich glaube, er hat 19 Jahre hat er Islam studiert. Kannst du kurz mal die Kamera hochmachen? Ja, Bruder, ja bitte. 19 Jahre hat er Islam studiert. 19 Jahre. Urban, oder für alle Zuschauer, komm, ich kann euch wirklich diese Seite empfehlen, ulama.com, da sind alle Bücher, teilweise auch auf Arabisch, von Al-Tabari, Islam-Fatwa, könnt ihr euch einfach herunterladen. Also alles Mögliche. Wirklich alles. Boah, kannst du die Internetseite nochmal zeigen? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Dankeschön. Genau, und da kannst du dir wirklich... Das ist Kamelorin-Seite. Genau, da könnt ihr euch einfach alles herunterladen und selber schauen. Auch von Al-Tabari, von Ibn Tamir, da sind so Bücher und Fatwas und Rechtsgutamen und so weiter. Und da sind manche Sachen sind da wirklich ziemlich peinlich, ja. Genau. Wir müssen einen Antrag stellen. Ali, hörst du mich? Ja, ich wollte mal in einer Debatte will ich mal einen Antrag für Allah stellen. bei Roter Kreuz werde ich das ausfüllen, sogar Bruder. Ein Rollstuhl. Dann habe ich mir heute gedacht, seine Wohnung, also im Himmel, ein Zimmer mit ein Stuhl mit einem Bett. Ort sieht der Himmel. Leute, ich muss euch mal was zeigen. Behinderung 100 Grad, 1 Fuß, 2 Fuß. 100 Grad, sagt er. Leute, schaut mal. Ja, guck mal, ist das ein Hindu-Gott? Nein, das ist Al-Burak. Schaut mal, ob deine Ähnlichkeit mit Wolfgang Petri ist. Stimmt, da gibt es Ähnlichkeit. Stimmt. Ja, Wolfgang Petri. Das ist der fliegende Wolfgang Petri. Stimmt, Audullah. Guck. Aber seid ehrlich, Leute, das sieht doch wirklich so hinduistisch aus. Das ist auch nicht normal, ehrlich. Das ist Hindu, ja. Also deswegen habe ich ja die Frage gestellt, vor allem das, was... Boah, zeig mal nochmal diesen Al-Burak. Guck genau hin. Wolfgang Petri. Das, was der trägt, ne, das tragen einfach diese Hindu-Götter, ohne Witz jetzt. Doch, das kommt von diesem Raum. Die haben auch zum Beispiel diese Kaaba aus hindistischen Gedanken genommen. Diese Fußballgötten. Ali, soll ich nochmal was sagen? Weißt du, was ich festgestellt habe? Hier in TikTok vor allem. Ja. Guck mal. Du musst überlegen, wir alle gerade hier oben, ne? Der eine ist Kurde, Araber, Türke, Albaner, also alles so aus dem Orient, sag ich mal, ne? Ja. Und glaub mir, das tut ihnen sehr weh. Vertrau mir. Das ist denen ganz anders, als wenn ein Klaus, ja, der brutal ist, ne? Der hat so viel Ahnung. Klaus, ach so, Kanal hat sehr viel Ahnung, ne, über den Islam. Wirklich mehr als die meisten Schioch hier in Deutschland. Und die interessieren sich aber nicht für ihn, weil er ein Deutscher ist.
Aber bei uns tut es ihnen weh, vertrau mir, ich merke das. Es tut ihnen richtig weh. Da kommt, sagen wir mal, ein arabischer Christ, debattiert mit ihnen, Bruder. Das ist für die, wie wenn 10 oder 20 Missionare gegen sie debattieren. Nur wenn ein arabischer Christ, wenn du redest, Bruder, zum Beispiel, ne? Das ist wie wenn du Messerstich im Rücken, im Herz, überall hast. Überall. Das ja, Bruder, aber wir werden nicht wie Klaus, so wie ein Lämmchen reden. Ey, ey, das ist doch, das meine ich doch. Weil die, Bruder, wir tun genau dasselbe, was die mit uns machen, machen wir genau mit denen und das tut ihnen weh. Das ist diese Art und Weise, wie wir debattieren. Genau ihr Spiegelbild und das tut ihnen weh. Das Ding ist, unsere Zungen sind sehr scharf. Also wenn wir einmal schießen, dann schießen wir richtig. Genau. Und damit kommen die halt nicht klar, das ist halt das Problem. Bruder, dann sagen die, ihr seid doch Christen, man redet nicht so am Ende. Doch, doch. Ja, 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 genau. Aber warum Christen sind, weil die sind es gewohnt, hier in Europa, Bruder, die sind es gewohnt, immer dieses, ja, genau. Die kommen so, immer mit Nächstenliebe an. Richtig. Dann kommen wir zum Beispiel und sagen, ja, die Jinn sind auf dein Profit geritten. Ja. Dies und das passt ihnen gar nicht, Bruder. Das tut ihnen richtig weh, weil diese Art und Weise, wie gesagt, schon härter. Und wo ist dein Arsch? Und dies, wo ist dein Arsch? Ja, genau, wo ist dein Arsch? Und das tut ihnen weh, Bruder. Das tut ihnen weh. Und das Einzige, was sie machen können, du weißt was? Ist es der Heilige Geist, ja? Der Heilige Geist. Ja, ja. Oh, aber das Schöne ist, dann hat er gesagt, nein, das stimmt. Dann hat Elia dann gesagt, pass mal auf, wenn du das nicht glaubst, können die Dämonen Sex haben mit Menschen? Sagt er erstmal, nein. Ja, ich hab's gehört. Nein. Ich hab's gehört, Bruder. Er hat nur nein gesagt. Aber das hat ihn. Aber ich hab gemerkt, Bruder, das war ihm unangenehm. Bruder, er wird es erlegt an dem Tag. Bruder, ich hab gemerkt, genau dieser Kommentar mit nein. Das war so unangenehm für ihn. Sehr unangenehm, weil er wusste ganz genau, die können das. Die können. Das weiß er. Aber krass, ne, dass man sogar lügen Bruder, muss. Bruder, die sind abgehauen. Der eine, der dieser Daniel, der damals Muslim noch war, ja. Und der A.A. Ali, die sind ihm zu Hilfe gekommen. Ich habe zu dieser A.A. und der Daniel gesagt, jetzt bleib mal ruhig hier bei den Schwuchteln. Entschuldigung, ich sage das. Ja, die sind ja ruhig geblieben, aber die kamen ihm zu Hilfe. Aber ich habe gesagt, jetzt genießt die Show, Jungs. Jetzt wird er zerlegt. Bruder, heiert, ehrlich, heiert. Hey, geil. Und dann haben wir zum Gebet auf Muhammad, Allah betet zu ihm. Wir haben diese drei, Muhammad wurde bestiegen von Dämonen. Bruder, das Video habe ich tausendmal angeguckt. Glaubst du, wie oft ich das Video angeguckt habe, wo du das vorgelesen hast? Ich konnte nicht mehr. Ich habe das so oft angeschaut. Boah. Aber in diesem auch Video, es ist lang gewesen, hat auch zugeben, dass Allah betet. Elia, weißt du noch, ne? Ja, ja, ja. Er hat zugeben, dass Allah betet. Aber wollte verdrehen, wie er wie ein Weltmeister. Aber er konnte nicht mehr, Bruder. Wir haben ihn so eng gehabt in die Gasse. Er konnte nicht mehr. Die Jungs sind zu ihm zu Hilfe gekommen. Und ich habe gesagt, bleib doch, läuft doch nicht weg. Die sind abgehauen. Stimmt. Jungs, was ist denn die Debatte? Jemand fragt einen Kommentar, wer ist deiner Meinung nach der stärkste Muslim im deutschen Bereich von Debatten her? Also ich bin ehrlich, Bruder, ich habe zwar jetzt geschrieben, Yasin al-Hanafi, er hat zwar nicht so debattiert, aber ich finde, der wirkt ein bisschen professioneller als die anderen, ist meiner Meinung nach. Und aber der Debatte wird auch verlieren. Wird verlieren, Bruder, aber wirkt belesener. Wirkt belesen auch als die anderen, aber wie gesagt, debattieren tut er gar nicht. Er weiß auch wahrscheinlich, warum er nicht debattiert. Ich habe ihn, Abu Khanjar, ich habe dieses Yasin Hanafi, habe ich auch mehrmals, dass er auf Arabisch, auf Deutsch übersetzt, mit Lügen viel erwischt. Er verdreht die Worte. Er ist nicht so ehrlich. Bruder, wer ist denn von denen ehrlich? Eine andere Frage. Gar keiner. Muhammad war der beste von denen. Muhammad war der größte Lügner. Ha. Das heißt, wenn der Prophet lügt, wie sollen seine Anhänger dann ehrlich sein, Bruder? Verstehst du, Jan? Wenn dein Vorbild ein Lügner ist, wie willst du dann ehrlich sein? Ha? Wenn unser Vorbild, Jesu al-Masih, ehrlich ist, Bruder, dann versuchen wir nur annähernd so sein wie er, aber nur annähernd. Jan, verstehst du, Jan? Im kleinen Prozent wenigstens. Aber wie willst du, als dein Vorbild, wenn dein Vorbild ein Lügner ist, Bruder, wie willst du ehrlich sein? Wie soll das gehen? Jan, dann bist du besser als dein Prophet. Der Herr Jesus gesagt, man, der Baum schlecht ist, der Frucht auch schlecht, Bruder. Aywa. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und richtig. Das ist der Baum, ist der Mohammed. Weil er so Pädophile war, sind alle Muslime jetzt Pädo geworden. Richtig. Hast du das Video gesehen?
irgendwo in arabischem Land, ich weiß nicht wo, ein über 25-Jähriger mit so einer 11-Jährigen oder 10-Jährigen. Ey. Oder das ist jeden Tag. Da, ich, guck mal, der Sheikh, küsst sie noch in den Mund. Habe ich mir gedacht. Sheikh, wie heißt der noch? Bruder, mir ist schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Ist ehrlich, Bruder. Küsste sie noch in den Mund und dann umarmte noch die anderen und puh, habe ich mir nur gedacht. Bruder, ich wollte kotzen, als ich und die ganze Verwandtschaft dort, Bruder. Die ganze Verwandtschaft dort. Ich dachte mir so, alle ekelhaft. Ah, Bruder, das willst du machen, wenn es dort drin steht, was ich meine? Die deswegen werden alle Koraniten. Richtig. Aywa. Und manche, Bruder, von denen, die Hadithe nicht ablehnen, nehmen dafür andere an und sagen, ja, die war 18, weil die schämen sich für Sex. 18. Habibi, meine Oma war nicht mal 18. Was willst du mir erzählen, dass Aisha 18 war? Willst du mich verarschen oder was? Verstehst du? Das Problem ist, es geht nicht um meine Oma oder deine Oma. Der war ein Prophet angeblich, Bruder Abu Hanjar. Ein Vorbild, ein Mann Allah. Richtig. Warum sollte Allah ihn ein kleines Kind verheiraten lassen und Bonka Bonka mit ihr machen? Bruder, Wahnsinn. Bruder, ja, Bruder Elia, bitte. Sura 55, Vers 56. Guck mal. Wisst ihr eigentlich, dass bei denen im Paradies, dass die Mujahideen Sex haben werden mit dem Jungfrauen, aber auch die Dämonen auch im Himmel? Wisst ihr das? Die werden Bunga Bunga machen. Welche Sura, Bruder? Sura 55, Vers 56. Mach nicht mal bitte groß. Mach mal Elia groß, bitte. Guck mal hier. Sura 55, Vers 56. Die noch nie einen Menschen oder Djinn in Jungfahrt haben. Menschen und nur oder nur noch nie in Jungfahrt, was bedeutet, dass es sich um entzückende Jungfrauen gleichbaren Alters handelt, die von ihren Ehemann nie Geschlechtsverkehr mit irgendjemand hatten. Weder von der Menschheit noch von den Djinns. Siehst du, die Djinns können auch Sex haben. Siehst du? Dies ist auch ein Beweis, dass die Gläubigen unter den Djinn das Paradies betreten werden. Allah. Warte, Bimoza. Dabran bin Habib wurde gefragt, ob die Djinn das Paradies betreten. Ich bin Ayusha. Und er sagte ja, und sie werden heiraten. Die Djinns werden die Djinns von haben und Menschen werden weibliche Menschen. Siehst du das? Im Paradies. Das ist Sura, welcher Tafsir? Sura 55, Vers 56. Tafsir? Ich glaube, Ibn Kathir, oder? Ja, Ibn Kathir ist das. Ist das nicht krank? Bruder, der ganze Islam ist krank. Die Djinn werden oben mit dem Djinn Sex haben und die Jungfrauen mit dem Menschen mit Jungfrauen. Alles im Himmel. Ba, 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 Bunga Bunga Party. Ich habe noch nie etwas anderes gehört, außer Bunga Bunga im Paradies Islam. Also ich verstehe dich. Geht der Allah nur? Der hat ja ein Bett. Was macht er auf dem Bett? Das haben wir schon geklärt. Aber das ist, geht ja nur um diese Sache, Bruder. Das ist krank, Bruder, oder? Die Djinn werden auch dort oben Sex haben. Allah. Allah. Das ist Mohammed. Bruder, Orban. Da du gerade Al-Burak zeigst, gell, kannst du auch zeigen, wie diese Idee überhaupt in Mohammeds Kopf gekommen ist, ne? War das nicht so ein Hadith? Babylon. Ja, er hat Spielzeuge bei Aisha gesehen. Babylon, if you want to come to us, please. Was heißt Send a request. Request. Ja, ja. Send a request, Babylon, if Send you want to request, come. Send a request, Babylon, if you want to come. Hi. Mashallah. Passt doch, oder? Ich bin der Nicknack und bekannt auf TikTok. Habibi, Babylon, Tifak. Salam und Mut'a. Salam, how are you guys doing? Babylon. Salam alaikum. Also man badala sie. Salam al-Masih wa namat al-Masih alaikum, Habibi. Babylon, do you like al-Burak? Yeah, I like the Burak. It's beautiful. You know this guy? His name is Wolfgang Petri. He's a German singer and he looks like al-Burak. Allah. No way. Yes. Look. Look. It's Bruder, dieser Haarschnitt, diese Frisur, ne, Bruder, und dieser Bart, einfach dieser 90er-Style. So Babylon, 90. Look, Al-Burak original. Yeah, now it's nice. Now Wolfgang. No, it's not nice. I like the other one. She's more attractive. I am not Qawmuzot.
Kaum Zod, das sind die Dämonen, als Mohammed geritten haben. You can ask Allah, if you want, you can have SCX with Al-Burak in the paradise. Yes, sir. In Islamic paradise. David Hasselhoff. You are allowed to do anything you want in Islamic paradise. Anything you wish is not a sin. You can even sleep with a prophet if you want. There's no sin. Babylon. Yes, sir. He turned the holy heaven into a brothel. That's not normal anymore. Yes, sir. Allah is a pimp. He promised you 4 wives on earth and 72 virgins upstairs. So... Oof. Mm-hmm. And 80,000 boys that don't bleed. Boys also. Yes. And the boys You know what the boys are good for? The boys will do the Muslim man. It's not the Muslim man who's gonna do the boys. It's opposite. There's also Bachabazi in heaven. Yes. Oh, Kafir. Und zeig dir erstmal hier für diese Muslime hier, ne? Die behaupten, bla bla bla. Guck mal, wir gehen auf der islamischen Seite. Islam. So, ein Muslim ask. Assalamu alaikum, Scheich Islam. Er sagt, ich bin seit 24 Jahren verheiratet. Meine Ehe war keine, über die ich glücklich sein kann. Viele Auseinandersetzungen haben meine Ehe geprägt. Jetzt guck mal, vor ungefähr 4 Jahren begann meine Frau sich zu verändern. Mir ist aufgefallen, dass sie im Schlaf sexuell erregt ist, was ich noch nie gesehen habe. Und wenn ich sie aufwecke, ist sie wütend auf mich. Das war ich brauche ihre Hilfe. Und dann sagt er... Alaikum Salam, das ist der Schatan, der mit dir Sex haben wird. Guck. Allah. Hier. Die Wahrheit ist, dass es für Menschen und Jinn möglich ist, Geschlecht zu gern. Und er erwähnte, Al-Tirmidhi sagte, wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat und nennt Allah nicht, der Jinn wird sich um seinen Penis und mit ihm Geschlechtsverkehr. Das ist die Bedeutung des Wortes Allerhöchstens. Allah. Das ist doch nicht normal, ja. Es geht nur um Sikisch, mehr nicht. Ja, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, der ganze Islam geht nur darum. Ja. Und ich frage jetzt nochmal an die Muslime, hat das Mohammed bei Khadija gemacht? Ja, ja. Achi Babylon. الإسلام بس عم بيفكر بالنكاح ما في غير شغل الله إلا بالنكاح صح يعني حتى الجنة الإسلام نكاح ما في شيء غير النكاح. David Hasselhoff besser؟ يا David Hasselhoff is better. Das ist زي da sieht wie Mohammed so ein bisschen ähnlich aus. Mach mal einen, der hier, einer mit einem Zahn. Mohammed war nicht schön, Bruder. Mohammed war sehr hässlich. Ich weiß es nicht. Er musste immerhin die Frauen zwingen, mit ihm Sex zu haben. Ja, ja, irgendwie so eine Gestalt, wo es wirklich... Mach mich mal bitte nochmal groß. Mach mich bitte groß. Mach mich mal bitte jetzt. Guck mal, das ist islamische Seite, ne? Das ist eigentlich auf Arabisch, ich habe das ins Deutsche übersetzt. Ein Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sagt er, ja? Frage an den Sheikh. Als ich dies las, kam mir einige Fragen, was die gläubigen Männer betrifft. Er sagte, wenn einige von Kussel brauchen und vers gleichaltrige Mädchen mit jungen Busen zu hören, was unterherzige und bla bla bla. Jetzt guck mal, der Muslim sagt, wenn ich diesen Vers Hadith über die Jungfrau des Paradies lese, verspüre ich ein großes Verlangen. Innerhalb von Sekunden. Verzeihen Sie mir, meine schlechten Männer, aber bekomme ich eine Reaktion. Ist es in Ordnung, mich an die Jungfrau zu erinnern, an das Holen zu denken und mich zu Mutwin Allah mehr anzubeten, selbst wenn das geschieht? Das Gleiche passiert manchmal, wenn man mit diesen Versen den Koran rezitiert. Ist es der Zweck dieses Verses, solche Emotionen hervorzurufen? Kann ich das weiter rezitieren? Möge Allah das gesamte Personal belohnen. Ihr müsst bedenken, das ist ins Deutsche übersetzt. Und dann der Imam. Antwort. Wa alaikum salam.
Ja, Imam ging drauf in seinem Buch über Sex. Das ist Imam Ghazali, das ist richtig. Genau, Übersetzung, und er sagt, es ist völlig in Ordnung. Allah, Imam Ghazali. Was gibt's in Islam, was schön ist, Bruder Ilya? Mein Gott, überleg mal, du liest ein Gottesbuch und du wirst erregt. Das ist wie Pornoseite, Bruder. Sag mir, wo sind die Muslime? Wo sind die Koraniten? Nicht Muslime. Schreibt mal bitte alle auf diese Seite. Schreibt euch das selber auf. Das ist islamische Seite. Okay? Und da stellen Muslime Fragen, Bruder. Du gehst. Wie ist das Seite nochmal? Das ist die Seite. Sheikh, komm. Genau, die Fragen, die da gestellt werden, ist so krank. Überleg mal, du liest ein Gottesbuch, du wirst erregt. Wie krank ist das? Ja, aber guck mal, was die alles da gemacht haben, Bruder. Mohammed hat mit Leichen geschlafen, Mohammed hat mit Ziege Bonga Bonga gemacht, Mohammed hat mit Kindern Bonga Bonga gemacht, Mohammed wurde selber von Jin geritten, Mohammed hat mit seinem Onkel geschlafen, Mohammed wurde von seinem Cousin vergewaltigt. Umar ibn Khattab hat die Männersperma in seinen Arsch reingetun, in seinen Anus, durch sportlich. Alle diese Sachen sind drin, Bruder, das sind alle authentische Sachen. Also was gibt in Islam, was schön ist? Wahnsinn, oder? Bruder, die sind alle schwul gewesen. Mann. Miskat al-Misbah, ja. 119. Bruder, wusstest du, dass es im Islam einen Zwillingsengel gibt? Bruder, hört jetzt auf, ey, was gibt's da nicht? Außer normale Sachen gibt's da alles. Oh, Bruder, ich kann nicht mehr. Oh, Mann. Und Allah ist nur behindert. Der Allah ist nicht vollkommen im Islam. Was verstehen wir über dieser Allah? Er schwört auf Nun, er hat die Erde auf einen Fisch gebaut, einen Wal. Der schwört auf den Stern, der gefallene Stern, der ist der Teufel. Das gibt es nicht, was in Islam logisch ist, Bruder. Die Ostdeutschen würden jetzt sagen, doch, die gibt es ja auch nicht. Das würden die Ostdeutschen jetzt sagen. Man hört Nun. Ich weiß nicht. As-Samak, Al-Hut. Leute, Al-Hud. Al-Nun, it's a Hud, the well. The well sits on top of the, what do you call it? The Taurus. The Taurus on, I forgot this one. Anyway, the Earth is on the Taurus. The Taurus on the Hud, Al-Nun, and the well is floating. Okay? Habibi, so, no Muslims today? Any Muslims? Habibi, Hamdi, when Hamdi, the Jaban al Manu? عم يمتع عم صاير معه وقت البتعة خلص ما بيجي عم يمتع. Oh. Well, I told Hamdi to take a shower because I was coming for my متعة time. Hey. So. Guys, if you see Hamdi, tell him to shave and take a shower. Babylon is coming for متعة time. Guys. A brother in the comments sent me the hadith. There is who Allah create the blacks. Do you know this hadith? Oh yeah, yeah. When Allah created Adam, he struck his right shoulder and left shoulder. Yes. The right shoulder he created offspring white, and left shoulder created offspring black, and they were called charcoal. And Allah sent the white people to heaven. And the black charcoal people to hell. And he said, I don't care. Ist mir Allah egal. Said, I don't care. Allah hat zu den Schwarzen gesagt, ist mir egal. Yeah. Habibi Babylon, watch. See this? Give me a second, please. Muhammad naka'a amtu bil qabr.
Brother, is that Hassan? Hassan? Is right? Is that Hassan? Yes. Yes, it's Hassan. Yes, Hassan. It's, yeah, it's good. It's authentic. But, no. Hassan means good. If you go to the right side, Arabic side, now it's authentic. The top is authentic. The top, here you have only the bottom one. You see the name Hassan from Zubair. Go to the right side. Albani. Right side, it's the Hassan is only the bottom one. Look the bottom one. No, bottom one. It's not a Hassan, not the whole thing, brother. Not the whole thing. Just the bottom one. Translation is for me. Football. Oh, you're gonna Google it. Okay, translate. Okay. So the bottom one is Hassan. Sahih. The top one is Sahih from Albani. See? Yeah. The bottom one is Hassan from Zubair. The top one is authentic in Arabic side, guys. They don't want to show you it's authentic on the English side, so they deceive you. Habt ihr das gesehen, Leute? Allah ist ein Rassist. Sie haben Hassan gemacht, obwohl er Sahih. Oh, Allah Rassist, yeah. Allah is racist. Big time. And you have the same thing. Die haben das translate to them in German. Die haben nicht übersetzt gehabt. Die haben extra nicht übersetzt. Tfadal Habib Babylon. And you can find it, and you can find it also in the Quran. And the Quran says, they that blacken faces and whiten faces. Muslim, they twist it too. The blacken, they call it darken. From Arabic, is black. In English, they call it dark. In Arabic, white. In English, they call it in light. Black, dark, white, and light. They deceive people by saying, oh, it's dark. Oh, it's in light. No. And the Quran in Arabic says white and black. Translate, please. Sie haben im Koran in der englischen Übersetzung einfach hell und dunkel als Licht genommen, also obwohl da die Hautfarbe mit gemeint hat, das wollte er sagen. Was ist das für eine Statue von Al-Burak? Also, dass sie rassistische Sachen im Koran mit Absicht als Licht übersetzen, hell und dunkel, dabei ist die Hautfarbe gemeint. So lügen die. Das ist Al-Burak mit Wolfgang Petri Gesicht, richtig. Okay, in Chapter 3, Verse 106. Read it, please. Chapter 3, 106. In Vers 3, Sure 106. Ach so, Sure 3, Vers 106, mit Absicht falsch übersetzt. Welche hat er gesagt? Koran, Sure 3, Vers 106. 106, guck ich mal. Sure 3, Vers 106, entschuldige. Ja, danke schön, Stallone. Sure 3, Vers 106. يوم تبيض وجهه وتسود وجهه فأما الذين أسودت وجههم أكفرتهم بعد إيمانكم فذقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Was geht ab? Was geht? Alles gut. Stabil, was debattiert ihr? Wir debattieren nicht. Allah, okay. Allah hasst die Schwarzen. Das ist das. Was? Allah hasst die Schwarzen. Okay, warum? Das ist mir jetzt neu, warum? Bist du Muslim? Nee, Bruder, ich bin orthodoxer Christ, aber kannst mir gerne erzählen, ich höre dir zu. Ach so, nee, dann mach den Screenshot von diesem Hadith. Da steht.
Und ja, wenn du willst, kannst du mir auch erzählen einfach. Der ist hier als Hassan eingestuft, in der arabischen Übersetzung ist der Sahih. Dass Allah die Schwarzen von einer schwarzen Kohle erschaffen, aus einer schwarzen Kohle. Echt? Was seid ihr für eine Glaubensrichtung, Muslime? Wir sind Christen hier. Wir sind Christen, Habibi. Alle? Alle. Achso. Achso, Digga, chill. Ich bin verwirrt gerade. Nicht so laut. Okay. Also steht, aus welcher Glaubensrichtung, also schiitisch oder... Sunnitisch können. Sunnitisch und die hassen ja, Schwarze. Ja. Ja, genau. Okay. Okay. Warte, mach mal nochmal. Ich will einen Screenshot echt machen. Mach mal. Und lass dich nicht verarschen, weil hier steht Sahih und hier steht einfach Hassan. Die haben das nicht übersetzt. Okay, okay, danke schön. Ich habe auf jeden Fall was. Ey, krass, Digga, das wusste ich gar nicht. Ja, du kannst hier viel lernen. Folg mir, komm in meine Lives. Ich zeig dir Sachen, davon hast du noch nie in deinem Leben gehört. Wie Mohammed hat Jesus angebetet, in der Kaaba sind Jesusbild. Ich kann dir die Verfälschung des Korans, ich kann dir so viele Sachen zeigen. Du kannst bis nächstes Jahrtausend mit Muslimen debattieren. Ja, kennt ihr diese, zum Beispiel diese Fake-Christen, die so zum Beispiel tun, als ob sie Christen wären und dann auf einmal so Schiiten oder so sind? Gestern hatte ich zum Beispiel einen, der war Schia und der hat mich die ganze Zeit so 3 Stunden lang beleidigt und ich bin einfach ruhig geblieben und bis 6 Uhr morgens hat er mich beleidigt, Digga. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Christ und so, aber er hieß stolzer Schia, Digga, also warum sprichst du mir mein Heil ab und so? Ich so, Digga, ich spreche dir nicht dein Heil ab, es ist einfach so. Ja, egal. Ja, was die Kommentare dürfen lügen. Die dürfen lügen. Ihr müsst aufpassen. Was? Die dürfen nicht. Laut der Islam, die dürfen lügen. Taqiya. Echt? Ja, ja, die dürfen dich irreführen. Weil Allah führt auch die Menschen in die Irre. Allah ist ein Makar. Allah ist ein Betrüger und Täuscher und Listenschmied. So wie auch Mohammed hat auch Ibn Ashraf auch getötet mit Taqiya und mit Lüge. Hinterhalt. Und so die Muslime dürfen auch lügen, weil die dich zum Islam führen und dich anlügen. Dass es deren erlaubt und Allah vergibt dir das. Ah, okay, krass, Digga. Ey, ja, Allah ist der Teufel. Es fängt schon echt krass hier an, Digga. Ich will auf jeden Fall zuhören. Deswegen, Habibi, Allah war Shaitan. Allah ist der Teufel selbst. Boah, das habe ich schon öfter gehört. Weil Allah sagt, ich, Surat al-Maryam, der 80, er sagt, Alla ra'aytu anna rasamna shayatin wa alla kafirni azu bin azza. Habt ihr nicht gesehen, dass wir den Satan auf die Menschen hetzen? Ja. Also Allah hetzt den Teufel auf den Menschen. Er sagt, oh Muhammad, hast du nicht gesehen, dass wir absichtlich so machen mit den Menschen, dass wir die Menschen so in die Irre führen und den Teufel darauf einsetzen, dass er uns genau das, was wir wollen, dass er tut. Das heißt, Allah genau das will. Der Teufel tut nur, was Allah macht. Oder kannst du mich mal groß machen? Ich will mein Al-Burak nicht klein machen. You guys wanna... I'm copied from the people before him. Ha Habibi Babylon. Do you want to see where it says in the Quran that Muhammad copied everything from the people before him? In the Quran? Was hat er gesagt, Bruder? Ich verstehe kein Englisch. Can you repeat it again? I can translate it for my German friends. Nein, er sagt, ob er uns zeigen möchte, dass Muhammad es von den Propheten alles probiert hat. Ja, warte mal, bis Elia fertig ist, dann kann er... After Elia, Brother, Babylon, you can show us. Thank you. Okay, guck mal, wir haben hier von Al-Tabari, die Story von Al-Tabari, ja? Volume 6. Ja. Ich versuche das mal zu übersetzen. Guck mal, hier sagt er, der Beschützer versammelt sie 10 von seinen Gelübden und fordert sie auf, diesen Angel Gott zu treu zu bleiben. Sie drücken ihn gehorsam aus und fragen, was sie tun. So einfach, jeder von euch soll einen Pfeil nehmen, seinen Namen draufschreiben und ihn mir bringen. Du musst ein bisschen nach hinten gehen, damit man sehen kann. So. So, sie taten dies und er ging in der Gegend von Hubal. Guck mal, Mohammed war ein Götzendiener. Er hat nicht Allah gebetet, sondern der Name war Hubal, im Inneren der Kaaba. Hubal war der Größte der Götzen. Bisschen runter, Elia, bisschen runter, damit wir ganz sieht. Nein, nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Bruder, nein, nein. Anders, anders. So, so weiter, weiter, ja, weiter ein bisschen. Genau. So, die Taz ging in Gegenwart von Hubal in den der Kaaba. Hubal war der Größte der Götzen der Qurashiit und stand in einem Brunnen in der Kaaba. Siehst du das, dass Mohammed ein Götzendiener war? Ja. Siehst du das? Ja. Und dann haben wir weitere Sachen.
stand das Blutgeld, als es anscheinend darüber, wer von ihm für die Zahlung des Blutgeldes verantwortlich war, warfen sie das los mit 7 Pfeilen und das Angelegenheit. So, das heißt, was sehen wir hier? Al-Tabari gibt es zu, dass Mohammed ein Götzendiener vorher gewesen ist. Ja. Ganz einfach. Er war ein Götzendiener, kein Prophet. Davor war ein Götzendiener, Bruder. Genau, Hubal war sein Gott. Ja, Hubal ist ein Götzendiener. Kana bi'abid Hubal, hatte Ibn Ayyusha, Mohammed. Ja. Naja, die hat ja Hubal. Bruder, das ist ja klar, dass Hubal war. Die haben doch das. Das ist selbstverständlich, dass die diese Götze der Hubal war. Ey Leute, kennt einer den Hadith oder sowas, da wo der Mohammed irgendwie auf Kaaba rückwärts runterkackt? Nein, Abu Shea. Das gibt's irgendwo, ich weiß aber nicht wo, aber das war so witzig, wo ich das gehört habe. Das ist auf Moschee, nicht auf die Kaaba. Richtung Kaaba, aber auf Moschee hat er gekackt. Sahih Muslim 266a. Genau. Auf Moschee, oh, ja gut. Was hat er da gemacht? Warum kackt er auf Moschee? Das weiß keiner. Der war verwirrt. Der war verhext. Hat er nichts zu tun? Hat er nichts zu tun, Mann? Nein, langweilig. Der war verzaubert und deswegen, Habibi. Da steht in der Hadith. Da hatte Breakdance in seinem Kopf, ey. Breakdance in seinem Kopf. Kam, nein, aber der war besessen. Mohammed war besessen. Er gibt jetzt selber zu. Von klein an war er schon besessen. War ein böser Geist in ihm. Man, die Quellen, wenn du die Quellen kennst, dann weißt du, von Mohammed von kleinen Bruder, Beinen besessen. Im Koran. Bruder, du musst im Koran lesen. Allah, Herr der Morgenröte. Jetzt guck bitte in die Bibel, was da dort steht, Morgenröte. Guck mal bitte. Bruder, wissen wir das, Bruder. Ja, wir sind doch tiefer. Knockout, fertig. Mehr braucht man nicht sagen. Das ist alles schon fertig. Ja, Habibi. Bruder Ilya, Babylon, Fadal, Habibi. Babylon, انت معنا. Yeah, can you hear me? Yeah, yeah, Habibi. شو بدك انت تقول؟ Quran, chapter 8, verse 31. Muhammad copied from people before him. Urban. Ich mache gerade auf, was hat er gesagt? Chapter. Ja, musst du zeigen. Ich mache gerade. Sura 8, Chapter 8, and verse, Babylon? 31. Sura 8, 31. Sura 8, 51. Aber das ist die Kriegsbeute. Ach, 31, sorry Leute, ich kann kein Englisch. 31 war das? Ja, 31, das passt, der Mohammed war auch ein 31. Sura 8, Vers 31. Tafsir, Al-Bibali, Katib, Tafsir. Und wenn ihr unsere Zeichen verlesen werden, sagen sie, wir haben es bereits gehört. Wenn wir wollten, könnten wir für wahr etwas Gleichartiges sagen. Das sind nur Fabeln der früheren. Okay. Jemand konvertiert zum Islam bei Hamdi. Das ist ein Fake. Dr. John, das sind Fakes. Ja, alles Fakes. Wir haben die erwischt. Darfst du von Ibn Kathir machen? Okay, Tafsir Ibn Kathir, ne? Ich muss übersetzen. Ne, zeig ihn auf Englisch erstmal, damit er liest, damit er zeigt. Oder du kannst übersetzen und lesen, guck mal. Der Tekraha bil Arabi? Ist das gut? Khali biftah lak bil Englisi, awal shi. Ja,
Ja, Leo, ich bleib ein bisschen länger. Habibi Babylon. عيوني. هاي السورة الأنفال عم بتقول إيه؟ سورة الأنفال آية 31 مو هيك؟ يا تقول محمد لما اجى للناس حتى يقول لهم على الله وآيات ومعجزات وكل هالشغلات شو كاتبين وإذا تأتت عليهم أتينا عليهم آيات إيه؟ آيات يعني verses scriptures verses آية هذا أن هذا لو أصطهر وأساطير أساطير إلا أولين أساطير الأولين يعني أيوة. الناس اللي قبلك إجوي قالوا لنا same thing فهمت؟ كاتبين بالتفسير؟ نو no, هنا بالآية بالآية yeah. شوفني إياها بالعربي اوكي برودا طلعها zeigen auf den Arabisch die Suche. هسا بيدي بيطلع اوكي هذا دكتور جونز دي يقول على حمدي عم بيقول واحد عم ياخو بيأمن بالإسلام واحد مسيحي بس مو مسيحيين كذابين ها إيه كذابين هذول إيه وإذا تتلى عليهم آياتنا if we recited on them our scriptures our verses قالوا they said قد سمعنا we heard لو شاء لا قلنا مثل هذا if we want it we will tell you the same thing هذا إن هذا إلا أساطير الأولين those are just the fairy tales and the speeches of the people before you so when Muhammad came to the people telling them about Islam and he added from Judaism Zoroastrian belief, Hebrew belief, Christian belief. People said, hey, dummy, stupid. We heard these things before you. يعني عم يقول هذا من أولين مو من عندك هذا. لا صح. So هسه فسر لهم بالألماني. وربنا سبحانه. Der meinte, dass der Koran kopiert hat, richtig? Kannst du mir genau. das vielleicht? Ja. Er meint, dass hier, was der Koran hier gesprochen wird, hier, was du hier zitiert, sind nicht jetzt, die sind das von die vor dir sind. Das heißt von Zarathustra und so allen. Ja, aber das ist doch kein Geheimnis. Ja, und das ist ja das. Kennt ihr diese Geschichte zu Sure 3, Vers 59? Das ist von Al-Tabari. Der hat diese Geschichte überliefert, wo Mohammed eine Debatte mit zwei Christen hatte und die Debatte verloren hat. Über die Gottheit von Jesus Christus. Ja. Der Elia kennt das. Ne? Einfach Mohammed sein Jahil und er kann seinen Koran nicht verteidigen. Muhammad Jahil. Do you know what's the nickname in the Quraysh tribe for Muhammad? No. The ear. Because whatever he heard, he put it in the Quran. Ah. Leute, ich muss leider schlafen gehen. Ich muss morgen zum Gottesdienst. Oh. Okay, Bruder, will dir Gott segnen. Gott segne euch und bewahre euch. Segen. Gott bless you. Gott segne, mein Lieber, ja. Shalom. Gott segne euch. Bleib gesund. Ciao. How you guys say that? Gott segne? Yes, it means God bless you.
There is an Arab. There is a guy in the comments, Khattab. He said he want kill us with a knife. Gott segne. Thank you. Khattab. Khattab. if he comes with a knife, I fly away with my Al-Burak. Look. Bruno, kommt doch nicht hinterher. Hey. You have no chance. I can fly with my Al-Burak. I fly away. Al-Burak Airlines, untouchable. First class. I fly to Allah and say, Allah, there is an ugly guy. His name is Khattab. He won't kill Christians with a knife, but he lives in a Christian country because he is a big munafik. He loves the kuffar. Yes, he loves the kuffar. Let's make fun of him. Hey, Khattab. Ya Gahba bin Gahba. Let's read Quran chapter 3, verse 18. And it says that Allah took a shahada in the Quran. Khattab, can you tell me why Allah took a shahada in the Quran? And who were the witnesses, please? Allah spricht einfach die Shahada, ist der Wahnsinn. Chapter 3, verse 18, brother. Chapter 3, verse 18. Warum sagt Allah die Shahada auf? Keine Ahnung. Vor wem musste sich denn bezeugen? Vor sich selber oder was? Vor Jesus. Bruder, was ich auch noch krass finde, ist Sure 9, Vers 111. Kennst du die? Warte das ist mal. Quasi wegen 9-11. 911, 9-11. Leute, schaut mal, Allah spricht einfach die Shahada, Sure 3, Vers 18. Allah hat bezeugt, wahrlich, es gibt keinen anderen Schöpfer außer ihm. Die Engel und die Besitzer des Wissens konnten in Gerechtigkeit bezeugen, dass es keinen Schöpfer außer ihm gibt. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Allah spricht die eigene Shahada, muss ich selbst bezeugen. Junge, ist der arrogant, also der liebt sich richtig. Der war selbstverliebt. In Arabic is worse. Why? Because in Arabic it says Shahid Allah. Somebody's talking and is saying that Allah took Shahada. Who was this? Who's talking? Gott bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. But why he don't say that Muhammad is his last Messenger. Digga, bei Muslimen war einfach Adam ein Prophet. Von wem war der Adam der Prophet? Wenn es nur Eva gab. Von Eva oder was? Babylon. The whole Shahada. The whole Shahada is not in the Quran. Yes. The whole Shahada is not in the Quran. No, it's in the Hadith. The only time you see Shahada is this one here. The one I gave you. Which is Allah took a Shahada. But somebody's talking. Okay? In the beginning of the verse, go to the right. Right. The foot, waither. No, this is not. This is not Shahada. Yes, yes. It's. Sorry. No worries. It's okay. Okay. The first word. You see the first word? Yes. Take it and Google, translate it. What does it say? What does it say in German? If you read it in German. Zu bezeugen. Shahid. Shahid. That means what? Somebody witnessed, right? Yes. Okay, go back to your verse and read it. See what it says. Because in English it's wrong. Yeah, I don't know if it's German. Yes, I know. It's wrong. I translate the verse complete in German. And there is... someone says that there is no God. Yes. In German is the right translation. It's okay. It's right. Okay. Don't do translation. Go to the verse itself from Quran. I translate the Arabic verse complete.
And the translation is very good. They say, bezeugt, that Allah says there is no God. Was heißt Gott? Gott, außer mein Englisch ist schlecht. Leute, kann besser. God but Allah. Yes, there is no God. But Allah. So, God bis gut, however you guys say it. Bezeugt, it's Moment. Bis gut, okay. So we, it says. We take it in English, please. One moment. We take this in English. So. God testifies that there is no God but Him. And that's wrong. Why? In the beginning, it says that Allah has witnessed that God took a shahada. We have a problem. Somebody saying that God... Yes, in German, God witnessed that there is no God... außer, was heißt außer auf Englisch? Leute, was heißt außer auf Englisch? But, yes. God witness, there is no God but God. Or beside God. There is no God but Him. Oh, Leute, ey. Irgendeiner, der Englisch kann, muss hochkommen. Oh. Ihr würdet fix, hier, das heißt, jeder schreibt dir was anderes rein hier. Somebody, so guys, if somebody witnessed that Allah took a shahada, who was that witness? Yes. Who was why that witness? There is only one Allah. He don't need witness. Here we go. Who witnessed that Allah took a shahada? Who is saying that Allah took a shahada? It's wrong. The Quran came down from Allah. Is it Muhammad talking? No, because Muhammad was not created at the time that Allah took a shahada. That's something is wrong in there. You see the problem? Brother, this guy Allah have two right hands. There is more than something wrong. This. In Germany we say Fabelwesen. In Germany we say du hast einen an der Klatsche. Einfach vom Koran von Gebrüder Grimm. Ja. Ey Leute, das sind die Nachrichten, die ich jeden Tag kriege. Nicht mal das können die richtig schreiben. Blätter, ja gut, die haben wahrscheinlich auch zwei rechte Hände, wie ihr Gott, das ist ganz klar. Do you want to see that Allah sinned and committed crime in the Quran? Yes, please show us. 34, verse 25. Repeat, please. I'll write it down. Schaut mal, Leute. Allah hat Sünden im Koran. Im Koran ist nur Jesus ohne Sünden, ne? Sag, ihr werdet nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben, noch werden wir danach befragt werden, was ihr tut. Und hier spricht Allah. Allah spricht dir und sagt, fragt nicht nach meinen Sünden, ich frage nicht nach euren Sünden. 34, 25. Es ist nur Jesus ohne Sünde. Eieiei, Allah. In Quran, only Jesus and his mother, Maryam, are without sins. Yes. In Hadith, actually, only Jesus. Give me a second. In Hadith, only Jesus. Because there's a Hadith saying that
when everybody's born, Satan comes and touches him with two fingers from each side of his body. Yeah. Satan couldn't do it. So he went to touch Jesus, but he touched the placenta of Maryam, the Virgin Mary. What? Allah touched Mary. No. Satan, when every baby is born, Satan touches with two fingers, his fingers, each side of the baby, of the body. When the baby is born, he will touch him with two fingers. But Satan, when Jesus was a baby, Satan went to touch him, and he couldn't. So he went to touch, and he touched the placenta only. He couldn't go through the placenta to touch Jesus. So from Hadith, only Jesus is pure. But on the Quran, yes, Jesus and Virgin Mary are sinless. Also, there is a verse in the Quran that Allah promised Virgin Mary a pure son. Pure son. That means what? Without sin. So we know Muhammad is a sinner. We know from the Hadith everybody's touched by Satan. That means everybody's sinner. And we know Allah sinned. It's in the Quran. So who is the one, the only one, is without sin? Jesus. Jesus. That's it. Junge, das ist so krank, das Buch, echt. Das ist so krank. Ja. Leute, also, kennt ihr die... Leute, das ist das gefährlichste Buch der Welt. Meiner Meinung, wirklich kein Spaß. Leute, jetzt. Kennt ihr die Debatte zwischen Mohammed und den Christen über die Gottheit von Jesus Christus und wie Mohammed die Debatte verliert? Zeig mal. Nee. Leute, schreibt mal bitte in den Kommentaren. Kennt ihr die Überlieferung, wo Mohammed die Debatte gegen die Christen verliert? Brother, read Sahih Muslim 1602. Um das alles hier zu ertragen, da hilft nur noch Wodka oder Kokain. TikTok sportlich. Anders kann man das Ganze hier nicht ertragen. Hey. Irrenanstalt, da landest du. Direkt Psychiatrie. Hey. Ans Bett gefesselt direkt. Da kam ein Sklave und gelobte Allahs Apostel bei der Auswanderung die Treue. Er, der heilige Prophet, wusste nicht, dass er ein Sklave war. Dann kam sein Herr vom Vorderen zurück, worauf Allahs Apostel sagte, verkauf ihn an mich, und er kaufte ihn für zwei schwarze Sklaven, und er nahm danach von niemandem die Treue, bis er ihn gefragt hat, ob er ein Sklave oder ein freier Mann sei. Er hat einfach Sklaven gekauft. Ja, alle okay. Waren auch Nazi, Mann. Hast du nicht gewusst, oder? So, Muhammad, he exchanged two black slaves for one slave. We don't know the color. So he used two black slaves as a currency, as money. Yes. Okay. No problem. I don't have a problem with that. We know Muhammad sold, bought, beat up slaves, all black. No problem. Now I need you to read the chapter name, please. Which name? The name of the chapter. The permissibility chapter. See the number 23 chapter? Up. Here, chapter 23. Yeah, read the name of the chapter. Guys, listen up. Oha, 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 Leute, schaut mal, Leute, schaut mal, read it, sie haben Schwarze gekauft und verkauft und hier als Tiere, schaut mal. Translate, the permissibility of selling animal for animals. From the same kind. Unterschiedliche Art. Schwarze. Boah. Allah. Look there. Look. So,
The black slaves are animals now, guys. Ja, die werden ja auch sehr nett betitelt, die Schwarzafrikaner, als zum Beispiel Rosinenköpfe und sowas. Und noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, weil es sonst wird es vielleicht gesperrt, ich weiß nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Leute, guck mal. Hier hat Mohammed zwei schwarze Sklaven gegen einen schwarzen Sklaven getauscht. Und guck mal hier, Chapter, Kapitel. Hier geht es um Tiere verkaufen oder Sachen der gleichen Art. Schwarze waren für die wie Tiere. Das ist krank, Mann. Das würde ich gerne mal diesen Abu Qasim zeigen. That's sick. Ey, Urban. Ja. Bruder, meine Festplatte ist kaputt gegangen. Ich habe gerade keine Quellen. Bruder, hast du den Vers, wo Mohammed mit seinen neuen Frauen schläft in einer Stunde? Ja, aber ich habe gerade alle meine Quellen verloren. Ach so, schade, Bruder. Ja, ich muss nochmal alles wieder zusammenfinden. Was hat er gemacht? Mit neun Frauen auf einmal, oder was? Ja. Hier, mach mal Sahih Muslim 16.02 Screenshot. Richtiger Playboy, der Mohammed. Und dann echt. Übersetzt man hier das Setting auf. Der war Darsteller, Mann. Der war Darsteller, glaub mir. Kennt ihr die Debatte zwischen den Christen und Mohammed? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Leute, bitte, ist doch nicht schwer, einen Screenshot zu machen. Ja, der Momo, der war ja auch dauergeil, soweit ich weiß, ne? Also der hat überall reingelutzt, dem war es egal. Ja. Rein in die Olga und los geht's. Ja. Da fragt er nicht zweimal nach, rein da und fertig. Aber er hat seine Frauen scheinbar auch nicht gleich behandelt, steht in einem Hadith. Digga, wenn du mit neun Frauen auf einmal machst, was hat der Typ da gemacht mit neun Frauen? Wieso soll das gehen? Hat der Filme gedreht, was hat er gemacht dort? Productions, Mohammed Productions. Was hat denn der da gemacht? Hi guys, God bless you. I go look for Muslims. Love you guys. Brother, thank you very much. Thank God you. Bless you. So Leute, bitte in den Kommentaren schreiben, wollt ihr sehen, wie Mohammed die erste Debatte verloren hat über die Gottheit von Jesus Christus? Ja, und das geht jetzt bei den, das sind die Muslime 1:1 und deswegen verlieren die heute Debatten. Ich weiß, ja. Ich schreibe, eigentlich meine Leute kennen das. Normalerweise kennen das meine Leute. Ja, aber mundtot, ja. Normalerweise kennen das meine Leute, die mir folgen, weil ich habe das schon oft gezeigt. Aber wenn ihr wollt, zeige ich das nochmal. Also warte, ich mache mal eine Umfrage. Komm, ich bin jetzt mal richtiger TikToker, ich mache sogar Umfragen. So, schnelle Abstimmung. Starte. Wir müssen auch ein bisschen professionell bleiben, ne? Weinsmiley zum Zeigen und Lachsmiley zum Nicht-Zeigen. Jetzt machen alle Lachsmiley. Ja, okay, Lachsmiley zum Zeigen, okay. Leute, aber bevor ich das zeige, ich will 6000 Rosen. Hä? Warte, wir machen die Umfrage nochmal. Ich verstehe die Umfrage nicht. So, Leute, ich mache mal jetzt nochmal eine Umfrage. So. Hey, der wahre Glaube ist weg, oder? Warte, wir machen nochmal eine Umfrage. Wir machen nochmal eine Umfrage, warte. Ey Leute, ich habe 77 Leute hier drin und nur 10 Leute haben eine Umfrage. Nein, wir müssen das ich muss professioneller werden. Ich habe mir schon zu Hause ein Studio aufgebaut und wir müssen ein bisschen Professionalität hier aufbauen. Mit 4K. Mach mal ein 3D, Bruder, komm in 3D.
So. Warte mal. Frage, was wichtiger, Liebe oder Geld? So, Leute, Lach-Smiley für zeigen, Wein-Smiley für nicht zeigen. Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen, hi. Gottes Segen, hallo. Ja, mal eine kurze Frage. Und zwar... Ja, bitte. Warte. 6.000 Rosen, bevor wir die Antwort. 6.000, ich habe keine 6.000 Rosen. Ja, Mohammed hat das auch so gemacht. Wenn Leute Hilfe wollten, dann mussten die erstmal zahlen. Ja, aber ich bin Christ. Echt? Ja, ich bin Christ. Nein, macht Spaß. Stell dir eine Frage. Ja, und zwar wegen 2. Samuel 24, Vers 1 und 1. Chronik 22, Vers 1. Da steht die Zählung von Israel, von David. Und zwar, da sagt einmal, Satan reizte David, Israel zu zählen. Und dann steht halt da auch noch in den anderen Vers, Jahwe reizt die David dazu, Israel zu zählen. Versteht ihr, was ich meine? Wie soll ich das einem erklären, wenn mich das jemand fragt? Oder ich kenne das nicht. Altes Testament kenne ich mich nicht gut aus, da fragst du den Falschen. Der Leo kann es erklären, okay. Bruder, Mensa und so, die sind alles sehr starke Leute, was die Bibel angeht. Warum fragst du nicht dort? Na gut, ich dachte, Uwe, der Zweite kennt sich auch sehr gut aus. Nee, ich kenne mich schon einigermaßen aus, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil wir haben auch gerade einen wichtigen Kontakt hier. Leute, der blättert denn gerade. Macht euch mal bitte stumm. Nimmt ihr meine Ohren auseinander. So, Leute. So, wir haben ja eine Umfrage gestartet. So. Okay, trotzdem danke. So, Leute. Das ist Sure 3, Vers 59, ein Tafsir von Al-Tabari. Er erzählt, wie diese Sure herabgesandt wurde. Das ist die Sure über den Gleichnis von Jesus. Guck mal hier. Allah offenbarte, er ist wie Jesus und Allah. Er schuf ihn aus Durst, dann sagte er zu ihm, sei so er wurde. Es ist ja natürlich eine schlechte Übersetzung, die wurde arabisch übersetzt, kein Problem. So. Die Christen von Ibn Jarir sagten, es ist klar, dass die Christen von Najran vorrückten und sich dem Propheten Allahs. Warte mal, was habe ich denn? Warte, ich muss mal kurz mal neu übersetzen. Katastrophe. Hey Jungs, ich bin weg. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber, ja, dir auch. So, Leute. So, ich habe das mal übersetzt. Aber ganz kurz bitte, die Person, die gerade hier oben war, die soll sich bitte bei mir melden, wegen den Fragen und sowas. Da kann man das beantworten. Ja, ist schwer, wenn wir gerade ein Thema haben, ist echt schwer. Jetzt Bibelverse auszusuchen. Leute. Das ist die erste Debatte zwischen Christen und Muslimen, und zwar wo Mohammed die Debatte verloren hat. So. Hier geht es um den Vers, die Ähnlichkeit ist wie Allah, bla bla, das Sure 3, Vers 59, so. Sei und es wird. Wir wurden darüber informiert, dass die Christen des Volkes von Najran ihre Delegation dem Propheten Allahs Segen und Frieden nicht auf ihn vorstellten, einschließlich des Meisters und des Bestrafers. Was das für ein, die damals die Herren des Volkes von Najran waren, und sie sagten, O Mohammed, was beleidigst du unserem Freund? Er fragte, wer ist dein Freund, sie sagten, Jesus, der Sohn Marias, behauptet, ein Sklave zu sein, der Gesandte Allahs Segen und Frieden nicht auf ihn, sagte, ja, er ist ein Diener Allahs und sein Wort
wurde Maria übergeben und ein Geist von ihm. Also hier sagt Mohammed, Jesus Wort und Geist Allahs, aber er ist nur ein Prophet. Dann fragten die, ja, er ist ein Diener Allahs und sein Wort wurde Maria übergeben und ein Geist von ihm. Und sie wurden zornig. Also die Christen wurden zornig und sprachen, wenn du es ernst meinst, ne, sie geben ihnen eine Herausforderung, so zeige uns einen Propheten, der die Toten auferweckt, die die Blinden heilt, aus Lehm ein Vogel schafft und hineinbläst, also ein Leben einhaucht, die Blinden heilt und die Stummen heilt und so weiter, die zählen auf. Sie sagten, wer diese Wunder machen kann, ist Gott. Und was machte Mohammed? Er schwieg. Er schwieg, bis Jibril zu ihm kam. Das heißt, Mohammed hatte eine Behauptung aufgestellt, konnte die Behauptung nicht verteidigen, wie 99% aller Muslime, die hochkommen, sie behaupten, können es nicht verteidigen. Also Mohammed war mundtot. Er konnte keinen Propheten bringen, der die Wunder von Jesus gemacht hat. Jibril musste kommen. Jibril musste kommen und sagte, O Mohammed, diejenigen, die sagen, dass Allah der Messias ist, der Sohn von Maria, bla bla, waren ungläubig. Das heißt, Jibril sagt, wer das Gegenteil von Mohammed behauptet, sei ein Ungläubiger. Das heißt, Jibril kann auch auf die Fragen von den Christen nicht antworten. Also hier sind Jibril und Mohammed mundtot. Und der Gesandte Allahs, Segen und Frieden auf ihn, sagte, O Jibril, also Mohammed antwortete den Christen und die Christen sagen, Mohammed, wenn es so ist, wer ist der Vater von Mohammed? Und Mohammed war wieder mundtot. Da kam Jibril und sie baten mich, ihnen das Gleichnis von Jesus zu erzählen, also wie Jesus geboren. Und Jibril sagte, dann Sure 3, Vers 59, Allah hat gesagt, sei und es wird. Aber das Problem ist, dass Jibril in Maria einhauchte. Das heißt, wahrscheinlich hat der Mohammed wieder gelogen, hat gesagt, hör mal Christen, Arabisch kann man nicht übersetzen. Ja. Und weißt du, dann wieder Takir gemacht. Arabisch kann man nicht übersetzen, hat er wieder gesagt und hat sich wieder alles schön geredet. Leute, das ist eine saudi-arabische Koranseite. Das ist so 3, Vers 59, Seite 57 müsste gehen. Und dann müsst ihr oben Tafsir von Al-Tabari. Guck mal, der sagt immer schön am Lügen. Na klar, wir lügen und lügen. Das heißt, warum soll ich mit heute Muslimen über die Gottheit von Jesus Christus debattieren, wenn ihr Prophet Mohammed die Debatte verloren hat? Er war mundtot. Ein Engel musste ihm helfen kommen. Allah ist nicht groß. Allah ist nur ein Schiebe. Allah ist groß. Allah ist auf jeden Fall groß am Lügen, da hast du vollkommen recht. Hör mal, ich habe letztens mega gelacht, ich habe so ein Bild gesehen, die sagen ja, dass Adam, der Prophet, 30 Meter groß war. Da haben die ohne Scheiß so ein Gewand gemacht. Die haben so ein Gewand gemacht. Alter, das war mit so einem Kran hochgezogen, Digga, 30 Meter war das. Junge, habe ich gelacht. Junge, so ein Gewand für Adam, weißt du, so 30 Meter groß. Mit so einem Kran. Junge, hör auf. Völlig irre. Ich habe so gelacht, ey. Völlig irre. Machen die so ein Adam-Gewand, 30 Meter mit Kran nach oben. Was haben die geraucht, die Jungs? Leute, ich bin natürlich Wolfgang Pi am Start. Gedacht. Wolfgang Pi am Start. Es ist so lustig, man. Ich weiß nicht, warum ich so lachen musste. Das Gesicht das von Wolfgang ist Wahnsinn. Das warum schickst du mich in die Hölle? Hey, wo man denn? Guck mal, bei Wolfgang sieht einfach so zufrieden aus, ne? So, guck mal, so mit diesem Blick, so, ha, ich flieg dich jetzt zu Allah. Du musst aber noch in dem Hals so Dinger Freundschaftsarmbällchen machen, der hat doch 1000 Stück gehabt oder so. Ja, Juan, er sagt, wie denkt ihr, dass Jesus Gott ist? Mein Gott ist vollkommen Jesus Christus Mensch geworden, aber dein Allah. Im Himmel sogar hat er nur zwei rechte Hände und einen Fuß. John, wir haben nicht gelacht, wir haben geweint wegen dir. Geweint. Also sag mir, wer ist jetzt vollkommener? Jesus oder Allah? Allah hat nur zwei rechte Hände und einen Fuß.
Sei mir bitte, wer es vollkommen ist. Allah liegt schon im Himmel auf ein Bett. Er hat keine Hände. Steht doch geschrieben. Allah hat nur zwei rechte Hände. Du sagst, Allah hat keine Hände, aber du lügst genau gegen deinen Hadithen. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Das steht im Koran, Allah, er ist der Anfang und das Ende. Du hast wieder gelogen. Nur Takir machen, nur Takir. Er hat ja keine Ahnung, im Koran steht geschrieben. Das ist Takir sein Vater, Takir sein Großgelehrter. Eieieiei. Mach dir keine Mühe, Bruder, es ist vergebene Mühe. Warte, Leute, lass mal ein Lied hören hier. Du musst ein Lied rausholen, wo es gibt ja dieses Schlagermusik, die so sagt, siebten Himmel fliegen auf die Wolken. Jahannam, Jahannam, Jahannam. Aber Juan, Habibi, da steht, Allah ist der, er sagt, Ana wal awwal wal akhir. Der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Das heißt, Allah hat einen Anfang. Der Sichtbare und Unsichtbare. Und Allah ist sichtbar. Und dann sagt niemand, kann Allah sehen, aber dann doch. Lesen wir doch, er ist der Sichtbare. Muhammad sagt, wa anna ra'aytu rabbi fi surat ash-shab. Ich habe meinen Herrn, mein Gott, gesehen in Gestalt eines jungen Mannes mit lockigen Haare, weiße Zähne, goldene Schuhe, grüne Decke. Jamie Tirmidhi 11. Einfach ja. Michael Jackson, ne? Oder ist das Jamie Tirmidhi 11? Ja, glaube ich schon. Aber ich habe die Ibn Kassir auch alles. Und was der Fichtel und Linus, bist du Muslim? Linus, 468, bist du Muslim? Nein, Christoph, so ja. Da steht geschrieben, Allah kam in Gestalt ein, er wird sogar Allah, Surat al-Qalam, 41, Allah wird kommen mit Schienbein. Und die Muslime werden mit seinem Schienbein erkennen. Ja, wirklich. Einfach Street Fighter 2, Super Nintendo. Sahih al-Bukhari, Ibn Kathir, Platz vor zwei Joker, sagen, Allah wird sein Schienbein zeigen. Und die Muslime werden sich vor sein Bein hinwerfen und erkennen, du bist der Herr, der Allah. Das hat auch Bukhari geschrieben, ne? Bruder, der Samurai Thai Boxer war das. Ja, hier. Bukhari auch und Ibn Kassir auch. Kickboxer. Allah wird nicht kommen. Surat al-Qalam. Warum Dr. Bukhari? John hat das bestätigt. Dr. John ist so geil. Ja. Das ist Sahih. Also Dr. John ist mal bestätigt, dann ist Sahih auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Bukhari 4717. Guck mal, ich habe das im Auto mir mal aufgeschrieben. Leute, wenn es euch nicht gut geht, dann könnt ihr auch gerne Dr. John fragen. Ja, der kennt sich sehr gut aus. Der hat sehr gute Geheimtipps für euch. Einige Drinks für euch. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich zeige euch. Warte mal. Mach mich mal groß, Bruder. Ich zeige ihn mal kurz. Mit Allah sein Schienbein. Oder die glauben sowieso nicht. Auch die glauben da nicht, das interessiert keinem. Ja, ja. Alles gefälscht, sagen sie. Alles gefälscht. Alles gefälscht. 4919. Das ist die Sure Al-Qalam. Hier, am Tag, der die Beine entblößt werden. Welche Beine? Welche Beine werden entblößt? Und sie aufgefordert werden, sich anbetend niederzuwerfen. Werden sie nicht können. Welche Beine werden sie entblößt werden? Und aufgefordert, ihn anzubeten, der Allah seine Beine. Dann Hadith Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, Band 9. Also, und Buch 93, Nummer 532 ist, wenn wir in die große Notwendigkeit von ihnen, als wir heute sie waren, hörten wir einen Ruf, einen verkündigen, lass jede Nation folgen, was sie zum Verheeren verwendet. Und jetzt haben wir
sind für unseren Herrn warten, die wir auf den Herrn warten. Denn wird der Allmächtige wird um sie in einer anderen Form, einer anderen Gestalt, als die, die sie zum ersten Mal sahen, kommen. Und er wird sagen, ich bin Allah. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Allah. Und keiner wird sagen ihm dann doch, die Propheten und wird das, ist ihnen sagt, sagte der Prophet, sagte ihnen, weißt du in irgendein Zeichen, mit denen du ihn erkennen kannst? Sie werden sagen, schien bei ihm. Schien bei ihm. Und so Allah wird dann auf schien bei ihm. Darauf jeder Gläubige wird niederwerfen vor ihm. Und es wird denen, die sich niederwerfen vor ihm, verwendet nur für Angeberei. Also hier steht geschrieben, dass Sahih al-Bukhari sagt, schien bei ihm. Tafsir ibn Kathir. Tafsir sagt das auch, als der Allmächtige erwähnte, dass der Rechenschaftende der Gaben das Glückseligkeit bei sich haben, zwischen dem Zeitpunkt, an dem diese geschehen wird, und der Realität, und er sagte, der Tag, an dem ein Schienbein offenbar wird und sie aufgefordert werden, sich niederzuwerfen. Aber sie werden es nicht niederzuwerfen können. Aber sie werden es nicht fähig, bedeutet nicht fähig sein, der Tag auf Verstehung. Und was an ihnen geschehen wird, an Schrecken, Erdbeben, Bedrängnisse, Prüfungen und große Gelegenheiten. Also hier, Tafsir ibn Kassir sagt das auch, dass Allah sein Schienbein entblößt wird, an Newsattack und Gericht hier kommen wird. Hier dann wird er der Allmächtige in einer anderen Gestalt zu ihnen kommen, als in der Gestalt, die sie beim ersten Mal gesehen haben. Und er wird ihnen sagen, ich bin es, dein Allah. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr Allah. Und niemand wird zu ihm sprechen, außer der Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt werden, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn kennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Also, Habibi, hier dein Allah wird mit einem Schienbein kommen. Leute, wer Sunnah.com? Ja, der Schienbein irgendwie, der fliegt, der eine fliegt mit Esel irgendwie in den Himmel hoch, der andere kackt irgendwie von Moschee. Ich weiß nicht, was hier los ist, Leute. Kann mir das einer erklären, warum kackt der eine von Moschee, der andere fliegt mit Esel irgendwie nach oben? Was ist hier los? Wo Allah ja, Bruder, das ist krass. Das ist krass. Das Lied hat Mohammed geschrieben, ja. Warum schickst du mich in die Hölle? Dann werde ich zu dem Tor des Paradieses kommen und es wird mir geöffnet werden. Also werde ich zu meinem Herrn, der gesegneten Höchsten, kommen, während er auf seinem Stuhl oder seinem Bett liegt. Also Allah liegt auf einem Bett. Damit ich niederfalle, sich vor ihm niederwerfen. Das ist Anas ibn Malik, das goldene Mutadahid, Thron der Goldenen. Das ist Sahih. Wenn wir auf Arabisch hier auch lesen, Sirir, auf ein Bett. Und er sagt, Esnadu Sahih. Sahih. Richtig authentisch. Das ist hier die Nummer 42. Das ist Ibn Malik. Also Allah liegt auf einem Bett. Was macht er auf dem Bett, weiß ich nicht. Ich suche immer noch den Grund.
Bruder, der Allah hat ein bisschen Probleme mit Gleichgewicht. Der hat nur ein Bein. So, genau. Und da, weißt du, meint, das ist schnell müde. Nach 20 Minuten, der kann nicht mehr. Genau. Der muss schlafen erstmal 500 Jahre oder 600 Jahre und dann kommt er wieder. Oder eine Frage: gibt es auch eine Überlieferung, welche Bettwäsche er hat? Ja, gibt's auch. Ich muss gucken, Bruder. Weil ich muss diese Kollektion rausbringen. Ich muss gucken. Es gibt auch alles, Bruder. Der hat eiche Kleider angezogen. Der Bruder sagt, Allah hat ja zwei Hände. Das ist klar. Aber ist das eine rechte und eine linke oder zwei rechte? Darüber haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Worin Ahlus Sunnah wal Jama'a mit Ijma' übereinstimmen, ist, dass Allah azawajal zwei Hände hat. Und womit sie übereinstimmen, ist, dass er eine rechte hat. Was die linke anbelangt, so gibt es unterschiedliche Aussagen. Ist die linke, die hier im Hadith bei Imam Muslim erwähnt wurde, war das ein Fehler von dem Überlieferer? Manche Gelehrte sagen ja, er hat aus Versehen statt rechte linke gesagt. Deswegen, worin Ahlus Sunnah übereinstimmen? Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Hände, er hat eine rechte davon, worin es, und das ist überhaupt kein Problem, ein Ikhtilaf gab, ist es die linke oder ist es die rechte? Und richtig ist, wallahu ta'ala ala wa'alam, dass er zwei rechte hat. Das ist eine Überlieferung bei An-Nasa'i, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die zwei rechte bestätigt hat. Na. Oder Allah hat zwei rechte Hände. Digga, das kann dann aber nicht mehr mit links machen. Das geht nicht mehr. Ja, er hat die beste Führhand der Gedichte. Er hat zwei. Digga, der knockt dich direkt aus Uppercut. Der trifft immer mit zwei rechten Händen. Glaub mir. Man kann auch versuchen, so wegzujumpen vor dem, aber wird sehr schwer. Außer du kannst ihn umschubsen, wenn er nur ein Schienbein hat. Allah gibt Rechts-Rechts-Kombi, auf jeden Fall, da hast du keine Chance. Glaubt es mir, Leute. Aber Leute, ich glaube, wir beenden mal den Stream, ne, so langsam. Leute, wir haben 63 Zuschauer, alle spenden Gott. Jetzt. Komm, mach mal noch bis zwei, komm, drei Minuten noch. Ey, ich kann diesen Wahnsinn nicht mehr tragen. Ja, ich sag dir mal, da hilft nur noch Wodka und Kokain. TikTok-Sport, das hilft da nicht. Oder ja. Wirklich dann Therapiestunden, wenn du das Buch gelesen hast, wirklich Therapiestunden und anders kannst du das nicht verarbeiten. Es gibt auch noch viel schlimmere Sachen, das hat alles jetzt Zeit, aber das kann man nur wirklich in Debatten machen. Leute, schaut mal, hier ist ein ägyptischer Islamist, ein sehr bekannter ägyptischer Islamist, er war Fundamentalist, ein richtig radikaler Muslim und er hat sich eine Schönheits-OP hinterzogen. Das heißt, er hat seine krumme Nase in Schönheits-OP gemacht und wurde von seinem Posten entlassen. Alle islamischen Posten, die er hat, wurden ihm gekündigt. Vom Mensch zum Kamel. Vom Mensch zum Kamel. Der Körper gehört Gott. Und er musste alle Jobs ausgeben. Allah. Die haben ihn gekündigt. Fristlos. Das war's mit seinem Fristlos, Bruder. Okay, Er hat gesagt, er wurde ihr angegriffen und man hat ihm die Nase gebrochen. Aber er hat gelogen. Takia, sogar da macht er Takia. Ja, der hat gelitten, der Arme. Ärzte im Krankenhaus, und Leute, das ist Süddeutsche Zeitung, ne? Das ist nicht irgendwas, das ist Süddeutsche Zeitung. Der Typ, der hat alles verloren, der Arme. Herr Huber fragt, zeigt mal eure Gesichter. Huber, wir treffen uns nur mit Menschen, die mit uns schlafen, Huber. Also wenn du bereit bist, ein Kleidchen anzuziehen wie dein Prophet, kannst du dich gerne mit uns treffen. Warum sollen wir unsere Gesichter zeigen? Was hat er da? Wir reden über den bestimmten Dinge, was... Huber ist, glaube ich, verliebt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Huber, der hat jetzt Kopfhörer drin und hört meine Stimme.
und schläft. Opa. Ich glaube, der macht noch andere Sachen. Wer weiß. Oder ich mache ein bisschen ASMR für ihn. Opa. Bitte schlaf. Schlaf nicht zu lange, weil du weißt ja, Allah hat schon lange geschlafen auf seinem Bett. Opa, sei Brudi, ich bin kein Lust. Wir Christen dürfen nicht zu lange schlafen, weil sonst imitieren wir noch Allah. Weißt du, mein? Deswegen. Wir müssen ein bisschen abgrenzen von dem. Opa, wir sind es gewöhnt, bedroht zu werden. So, wo ist eigentlich mein Al-Burak? Leute, ich habe mein Al-Burak heute gar nicht dabei. Wartet mal. Gebrich hat geklaut bestimmt, Bruder. Nein, 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 Bruder, hier. Bruder, hier, ich habe immer Al-Burak dabei, wenn ich debattiere. Ja. Gott sei Dank, Maschallah. Bruder, der Gott bringt sei Dank. Glück. Der bringt mir Glück. Den habe ich extra gekauft für Muslime. Kennt ihr meine Debatte mit Tauhid? Ich habe nur gefragt, kennst du Al-Burak? Der hat 700 Mal gelogen. Ja, ja, ich habe das bei mir gepostet, Bruder. Das war der Allah. Bruder, der hat so echt gelogen, ne? Der ist doch so ein Lügner gewesen, der Typ. Bruder, das geht ja noch weiter, ne? Ich habe dann gesagt, ja, Al-Burak falsch beschrieben und er dachte, ich habe keine Quelle, ne? Weil ich habe ihn zappen lassen, weil ich gebe nie zu, dass ich Quellen habe. Ich sage das immer nur am Ende, weil die denken dann, ich habe keine Quellen und ich habe Al-Burak falsch beschrieben und er sagt, nein, er sieht nicht so aus. Ich so, was hast du gerade gesagt? Also weißt du doch, wie er aussieht. Bruder, Iris. Leute, jetzt Al-Burak. Ja, ja, der hat ja Debatte mit Daniel, ne? Am 11., glaube ich, ja, ne? Er wird nie, der wird begraben. Ja, also ich hoffe, dass Daniel sich gut vorbereitet. Also historisch gesehen, biblisch gesehen, der kann ihn zerstören, der Daniel. Kein Problem. Ja, Daniel ist stark, Bruder. Also was Bibelwissen angeht, ist Daniel brutal. Also Kirchenväter und so, ja. Ja. Ja, also Kirchenväter und so alles, ja, das stimmt. Der hat ja viel Ahnung dort. Aber er muss sich gut vorbereiten. Er muss wirklich. Aber ich glaube schon, dass er sich jetzt viel beschäftigt. Dass ja auch der Marvin auch im Kontakt mit ihm, glaube ich schon. Dass Marvin ist sehr stark in der Bibel. Marvin Leute, hat ja selbst, auch das Tauhid und selbst hat auch in das arabischen Nachrichten hat man das gezeigt. Al-Arabia News. Allah, der Arme, der hat den Allah sogar verloren. Das war vielleicht Lügenverkleidung. Er bekommt auch keine 72 Jungfrauen jetzt mehr. Lügenverkleidung war das. Guck mal, wie freundlich die aussehen. Guck mal, wie nett die alle aussehen. Ja, der Arme. Guck mal, der bekommt jetzt keine 72 Jungfrauen mehr sogar. Oder willst du den Allah als Nachbarn haben? Mal ehrlich, willst du den als Nachbarn haben? Nee, bestimmt nicht. Als Müllmann. Nee, drinnen. Nicht im Müll, als Müllmann, sondern im Müll vielleicht. Der nette Nachbar von nebenan. Hey. Aber der ist jetzt kein Islamist mehr. Guck mal hier, diese Nase hat er sich operieren lassen. der hat sich selbst zerstört. Er hat sogar seinen Imam-Titel verloren. Ja, alles, ja. Jetzt ist der Allah-Diener. Guck mal, Nasengate, Affäre radikaler Islamist muss Parlament verlassen. Nasengate. Allah. Bruder, da ist Dr. John, er hat ihn operiert. Dr. John, wie war die Operation? John hat ihn operiert, ne? John hat ihn operiert. Er sagt einfach in Debatte, Dr. John hat das bestätigt. Wer? Du kennst Dr. John nicht. Ich war in einer Debatte mit Liebe zum Hadith und Hamdi. Ja. Und Liebe zum Hadith wollte dann eine Quelle bringen, dass früher die Mädchen ihre Periode viel, viel früher hatten. Ja. Ich hatte eine echte wissenschaftliche Studie, die sagt, dass sogar Frauen vor 200 Jahren ihre Periode erst mit 17 hatten. Ja. Und er sagt, und ich hatte eine echte Studie und er bringt Quelle, er sagt, Dr. John hat das bestätigt. Einfach. Und dieser Bruder in den Kommentaren hier, der hat einfach Profil danach gemacht, nach der Debatte Dr. John. Das hier, seitdem ist der Dr. John der Bruder. Seitdem hat er dieses Profil, Dr. John. Dr. John. Ja, wie bei Hamdi, er holt Sachen von Talmud und er sagt, das ist also, ja, sogar die, nicht mal die Juden alle nehmen den Talmud, das sind Auslegungen. Er hat bei der Debatte mit uns Sachen aus dem Talmud gebracht. Ja, ja. Gottes Segen uns. Gottes Segen. Gottes Segen. Jungs, ich habe eine Frage. Ja. Mit welcher Aussage schickt dir Muslime Knockout? Bruder, da sind so viele. Das reicht nicht. Ein das beste Beispiel, das du hast.
was bist du denn? Aber welches Thema? Sag ein Thema. Es sind ja, alle Islam. Themen. Ja, ja, aber ein Thema aus Islam. Es sind alle katastrophal. Jesus Kreuzigung. Erste und letzte Seite. Das Jesus wurde gekreuzigt, 100%. Die Tafsiren bestätigen das. Der Koran bestätigt das. Alle das bestätigen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Die sagen dann aber immer so, ja, falsch übersetzt oder... Nein. Das ist eine Lüge, dass sie das auf Papier tun. Müssen die nicht an jeden Hadithen glauben? Hä? Müssen die nicht mein an Lieber, jeden? Du brauchst bitte gar nicht diskutieren. Die glauben so oder so nicht. Du weißt, also was der Herr sagt. Der Ohren aber hören nicht, Augen aber sehen nicht. Also mittlerweile viele Muslime laufen weg von der Hadithen. Die wurden Koraniten, weil die dort haben wir die zerstört mit Hadithen und die Tafsiren. Jetzt wollen die nicht mehr. Die wollen einfach nur den Koran. Bei Koran kommen die auch nicht mehr weiter, weil laut der bestimmten Koran-Sachen, sag ich mal, biologisch und so alles falsch ausgelegt. Allah hat versagt in allem. Also es gibt nichts, was wir nicht auslegen können in der Koran. Koran ist ein Totalschaden. Sogar Allah hat einen Großvater auf Arabisch, wenn du das Surat Jin 72 liest. Was hat er, einen Großvater? Ja. Er heißt Ta'ala. Allah Ta'ala. Urban. Ja. Bruder, ich sehe, dass oft bei dir Thema Al-Burak vorkommt, ja? Ja. Aber weißt du, woher überhaupt diese... Mashallah. Auf jeden Fall. Weißt du überhaupt, woher diese Dings da, diese Al-Burak auf in Mohammeds Kopf reinkommen ist? Und in Zoroastern. Hadith, Habibi. Und in Zoroastern. Hadith, wo Aisha mit einer Puppe gespielt hat. Ja, darauf wollte ich hinaus, Bruder. Den hast du gerade da, ne? Auf Urban hast du den Hadith? Oder ich habe das im Buch bei mir, aber ich habe das nicht bei mir, nein. Ich habe das nicht. Aber einfach bei sunna.com al-Burak eingeben, da kommt es. Das ist Sunan Abi Dawud auf jeden Fall. 4932. Bruder, das ist so witzig. Davor hat er noch nie was davon gehört. Er hört so, ja, Solomon hatte eine Sammlung von Pferden mit Flügeln. Denkt er, ja, ich muss auch eine Sammlung von Pferden haben, die Flügel haben. Aber ein bisschen hat er ein bisschen verändert, ja, die muss einen Frauenkopf haben. Ja, der hat das ein bisschen verändert. Er hat das ein bisschen verschönert. Weil er war pervers, er liebte viele Frauen. Ja. Das war seine Schwäche von Mohammed. Aber kann man sich so Al-Burak klären im Paradies? Meine Frage ist, warum ist Mohammed, als er mit Burak gestiegen ist, warum ist Jibril auch auf Burak gestiegen? Jibril konnte nicht fliegen, oder was? Bruder, damit er nicht die Kraft spart. Ausgibt. Der war müde geworden. Von den ganzen Offenbarungen. Genau, hin und her, der Jibril. Und alles. Ich hab's letztens so gelacht, kennt ihr das mit den gelben Schuhen? Da gibt's doch was mit gelben Schuhen, ne? Auch hier. Ja? Das ist Schia. Gelbe Schuhe und orangene Bart, ja? Der gelbe Schuh bringt dir, also das bringt dir Dings für deine... Handy ist ausgegangen, sorry Jungs. Leute, ich kann euch nur empfehlen, alle gelbe Schuhe anzuziehen. Glaubt es mir, ihr werdet es mir danken. Jungs. Aber Allah hat doch auch einen Hund gehabt, oder Mohammed hat auch einen Hund gehabt, habe ich gehört. Ja. Das ist Tafsir. Was hat er gezüchtet? Was hat er gezüchtet? Schäferhunde? Das suchen wir noch. Ich glaube Chihuahua. Ich glaube Schäferhunde hat er gezüchtet. Es gibt einen Hadithen, der sagt, schwarze Hunde sind vom Teufel. Ja. Es gibt auch, wo schwarze Menschen Rosinenköpfe, TikTok sportlich genannt werden und von Kohle und keine Ahnung was. Mashallah, Gott der Barmherzige. Mashallah. Gottes Segen. Habt ihr auch schon gewusst, dass Adolf H., ihr wisst schon, wen ich meine, der war auch in Palästina, hat dort mit Muslimen zusammengearbeitet. Habt ihr schon gewusst? Ja. Was? Der Adolf H., du weißt, wen ich meine. Der war ja, der war auch in Palästina, der hat SS Hamjori, das heißt, gegründet. Ja, auch gegen Juden. Guck mal, wie krank das war alles. Guck mal, wie krank. Er hat Mohammed gesagt, indem er gesagt hat, er ist Al-Mahdi.
Wusstet ihr das? Ja. Er hat Anhänger gewonnen in Nordafrika. Er hatte ja eine Front gehabt in Nordafrika. Und dort hat er Anhänger gewonnen, indem er behauptet hat, dass er Al-Mahdi ist. Über 7000 muslimische Kämpfer haben auf seiner Seite gekämpft, weil sie dachten, er ist Al-Mahdi. So krank, echte, so kranke. Bruder, die glauben alles. Ja, weil es ihnen so erschien, weißt du. Bei der Shia zum Beispiel, die rufen, die haben ein Handy in Hand und die sagen, die können Hassan und Hassan reden. Allah. Und die reden mit mit dem Handy, mit irgendjemand, die denken wirklich, dass sie mit denen reden. Da war, glaube ich, du Dinger, du bist Syrer, oder? Oder doch so, gell? Ja, ja. Ja, genau. Bist du hier geboren oder Syrien? Nein, Syrien. Darf ich mal fragen, aus welcher Gegend Syrien oder ist das ein Geheimnis? Ah, Bruder? Darf ich mal fragen, aus welcher Gegend in Syrien? Ramischli. Kurdische, ja. Kurdische. Ah, Bruder, meine Verwandten kommen auch aus Ramischli. Ah, schön. Ja. Ich bin Armenier. Ne? Armenier? Ja. Barevses. Ja, wenn du aus Ramischli bist, kannst du ein bisschen Armenisch. Ich war in Armenien vor 4 Jahren. Ah, sehr schön. Ja, wir haben missioniert dort, Bruder. Echt? In Armenien missioniert? Ja. Bruder, da sind doch schon alle Christen, oder nicht? Ja, aber es gibt ja viele auch, die traditionell, mein Bruder. Ach so, ja. Aber wir haben ja Hilfe dort gebracht, ne? Viele Armut und so. Und wir haben auch dort viel. Sehr schön, wow. Wir haben ja Hilfe gebracht und so alles. Ja, sehr schön, sehr schön. Meine Vorfahren kommen aus Ramischli, ne? Ja, aber Armenien war sehr schön. Oh, sehr schönes Land, aber leider sehr viel Armut, Bruder. Er ist ja global. Mhm. Armenien war doch einer der ersten Länder, gell? Christlichen, gell? Das war der erste Volk, der sich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt hat durch einen Missionar. Ich war der Missionar war 14 Jahre oder 10 Jahre war er unter die Erde, also gefangen genommen. Ich war dort, wo er war, das war richtig tief. Gregor war das, oder? Weiß nicht mehr, sein Name habe ich vergessen, Bruder. Das war sehr tief. Aber durch ihn ist das ganze Volk das Evangelium gehört. Und der König, seine Tochter, als er gesund wurde, hat er sich ganz voll zu Jesus bekehrt. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Woher kommst du aus Deutschland oder willst du es nicht sagen? Ja, Bruder, wir sind Nordrhein-Westfalen. Du? Nordrhein-Westfalen, aber Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Muss weit. Also ich bin Össi. Össi. Gottes Segen, Greg. Sektatoris. Und da kann man Arabi, Habibi. Ja. Du bist auch Araber, ne? Ich bin Aramäer, Bruder. Aramäer, Schlomo, Habibi. Ach, noch. Andere Akzent, Bruder. Ich bin Chaldea. Chaldea, aus Irak? Ja, genau. Chaldea sind meistens aus Irak, ja. Ja, ich glaube, alle sind sogar aus Irak. Ja. Also es gibt auch vielleicht in anderen Bereichen, Syrien oder da weiß ich nicht, aber... Ja, aber das ist dann nicht ihr Originalplatz, weißt du, was ich meine? Genau. Die Chaldea kommen alle aus Irak, das ist ja deren Gebiet, ne? Genau, Bruder. Orban ist Armenier. Ich bin Kurde. Der Bruder Sekretes ist ja Armenier, die anderen weiß ich nicht. Der wahre weiß nicht, Bruder. Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin halb Deutsch und halb Autodieb. Der Sektarus, bist du Armenier? Meinst du mich? Ja. Nein, Chaldea. Ach, war er, ich dachte schon. Chaldea aus Ur, wo Abraham kommt. Mashallah. Ja. Assur war ursprünglich die Stadt Mosul, ne? Also wo heute Mosul steht. Glaube ich nicht, dass hier zwischen... Das ist noch andere Richtung, Bruder, glaube ich. Das ist nicht Mosul. Jesus. Oh. Ur ist nicht Mosul. Vielleicht in der Nähe, weiß ich nicht mehr. Musst du mal gucken, Bruder.
Ja, also laut dem, was ich gehört habe, also die Stadt gibt es ja nicht mehr, ne? So richtig. Nein, nein, das ist schon. Ja, ja, deswegen, man sagt, dass sie ursprünglich dort lag, wo heutzutage Mosul liegt. Aber es kann auch nur eine Erzählung sein. Ja, Bruder, früher waren die alle dann, die ganzen Gebiete waren ja dann unter dem chaldäischen Herrschaft und so, Assyrer, Chaldäer. Später sind unsere Volk, die Kurden von Iran, die in diese Richtung sind wir gekommen. Ja, das ist aber noch nicht mal 100 Jahre her. Also ja, ja, und zum Beispiel Arbil und so alles, das sind ja alle immer noch der, auf eurer Sprache, Arbelio. Arbil. Ja. Der wahre Weg, in welche Sprache hast du missioniert in Armenien? Ich? Ja. Der war Glaube, ja Bruder, also der war Glaube. Ich habe Brüder, Geschwister, die dort, die sind bekehrt. Ja. Da sind ja Ex-Jesiden, ne? Ah. Und da sind ja große Gemeinden dort, die ja, Ex-Jesiden. Ja. Und dort, und da sind ja auch Armenier Geschwister. Und dann haben die übersetzt auf Kurdisch, von Kurdisch auf Armenisch. Aber die Armenier aus Syrien sind viel gläubiger als die, die in Armenien. Sag das nicht, Bruder. Armenien hat sich in letzter Zeit sehr viele richtig mit der Bibel beschäftigt. Weil ich, wo ich da war, da waren Gemeinden, das waren die Gemeinden voll, Bruder. So, und also Kirche ist voll bei uns, ja, das ist genau, auch bei und, uns und die, es gibt ja Jugendstunden, es gibt Frauengebetstunden, es gibt ja Bibelstunden, es gibt ja, Bruder, das ist ja voll Programm, das ist nicht wie hier, das, und die richtig, richtig schön, die, sehr schön. Die sind jetzt schon richtig am Brennen. Durch den Armut haben sie gesagt, durch das Problem in Armenien haben sich das, die Leute mehr mit der Bibel beschäftigt. Und dadurch ist das stark geworden, geistlich, die armenische Geschwister in Armenien. Ja, auch viele, viele Freikirchlergemeinden gibt es mittlerweile. Genau, genau, genau. Und die sind richtig stark geworden, Bruder. Das, ich habe mich gewundert, Bruder. Ich habe den Geist Gottes so stark dort gespürt. Das war der Hammer. Boah, aber wie, Bruder. Halleluja. Echt stark gewesen. Weißt du, was ich bei uns gut finde in Armenien? Dass die Priester eine richtige Ausbildung haben. Da kann nicht jeder Priester sein. Das finde ich gut so. Wenn du ein Priester in der Kirche bist, du musst 12 Semester studieren. Okay. Du musst dann eine Doktorarbeit über ein Bibelvers schreiben. Du musst Gesangsunterricht haben. Da, das finde ich, dass es ein bisschen so ein Niveau hat. Ja, also das Schöne ist, dass die jetzt sehr sich viel mit der Bibel beschäftigen. Von klein bis groß. Und das ist sehr schön. Das hat mich wirklich fasziniert, Bruder. Und das war richtig positiv, da was ich gesehen habe. Ich war in Irak, ich war in Syrien, in Türkei, in vielen dieser Länder. In welcher Stadt in Türkei warst du? Ich war in Mardin, ich war in Diyarbakir, ich war in Adana, ich war in Kayser. Ah, in Adana auch noch? Genau, genau. Ich war in Istanbul. Ich war in viele Städte in Türkei. Sogar ich habe die Geheimdienst, türkische Geheimdienst, sogar mit ihm mein Zeugnis gegeben. Wie ich zu Jesus gekommen, habe ich mit ihm geredet. Er war fasziniert. Du hast mit deinem Mitpersonal geredet? Also der war Geheimdienst, von einem Geheimdienst, der türkische Geheimdienst. Wir haben, es gab eine Sache, wo die Gemeinde zum Beispiel beschützt wird und da war ein Geheimdienst, Leute. Und dann haben wir uns hingesetzt, ich war in der Lobby morgens und dann kam er auch rein und dann habe ich dann einem Bruder gesagt, sag ihm, der soll zu uns sitzen. Ich wollte irgendwie, der Geist Gottes hat zu mir gesagt, du sollst Zeugnis geben. Dann hat er sich hingesetzt, dann haben wir mit ihm geredet, dann habe ich mein Zeugnis gegeben. Auf Türkisch oder wie hast du es denn gemacht? Ja? Auf Türkisch, also dein Zeugnis auch? Nein, nein, ich habe auf Kurdisch und der Bruder hat auf Türkisch übersetzt. Ah, okay, okay. Ja, auf Deutsch auch. Der, also wir haben auf Deutsch und Kurdisch gesagt und der hat ja dann auf Türkisch übersetzt. Dann hat er mich geschaut, hat mich an und sagt, ich habe noch nie sowas gehört in meinem Leben. Ja. Sehr schön. Ja, Syrien war ich auch. Dersim, in Dersim noch nicht, nein, Dersim war nicht. In Batman war ich auch. Ja, wenn du auf eine Mission geht, ist sehr schön, aber es ist auch schwer in diese islamischen Länder. Aber ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Die Brüder hatten Angst gehabt, weil ich kein Blatt vor den Mund genommen habe. Ja, das ist wirklich gefährlich, ey. Ja, und ich habe richtig reingegangen, Bruder. Ich konnte nicht, Bruder.
Der Geist brannte. Sag mal, wenn du in kurdischen Regionen missionierst, die Kurden sind nicht so radikal, oder? Ach doch, Bruder. Urban, ja. Doch, doch. Es gibt ja richtig Kurden, die richtig Islam fest sind und richtig radikal, als die Türken sogar manche sind. Du musst aufpassen. Die sind aber Dings in, meistens in Urfa erlassen, in diesen Ecken. Ja, ja. Aber ich habe mit denen geredet, da war eine, wir haben uns hingesetzt und da waren eine, viele da und dann habe ich mit denen geredet über den Herrn. Und dann haben die, wollten der eine Islam schon reden, ich habe so direkt gesagt, wo ist der schöne Islam? Damals war ISIS, wo die in Syrien gekommen sind, dann habe ich sofort die Quellen genannt, dass genau das Mohammed, was er gemacht hat, dass ISIS das gleiche tut. Da war ein paar Leute, die sind aufgestanden, sind waren sauer auf mich, die haben richtig geschrien, die sind rausgegangen. Die anderen sind auch Kurden, sind aufgestanden, die haben gesagt, der hat recht. Mhm. Wenn das, wenn das steht, dann ISIS macht das Gleiche. Wo ist der Volk Mohammed? Warum sagt ihr, dass das nicht richtig ist? So ist es und wir bleiben dabei. Und der Junge hat recht. Und dann haben sie sich hingesetzt wieder, die kamen wieder zurück. Es war ein richtiger Streit da. Aber viele Jugendliche dort, die haben auch mit Religion und so weiter eh nichts zu tun. Die sind entweder nichtgläubig oder haben eine andere Religion. Das merke ich auch. Bei uns, ja, unsere Leute, die Kurden, verlassen den Islam. Sehr viele Kurden aus Syrien zum Beispiel. Mehr. Die kurdischen Gebiete in Syrien, jetzt verlassen die mehr den Islam. Weil die haben erkannt, dass ISIS, was die gesagt haben, was die gesehen haben, dass alles in islamischer Quelle steht. Und somit sind die meisten Kurden jetzt, die Islam verlassen, sind aus Syrien. Okay, das wusste ich nicht. Doch, also sehr viele sogar. Ich habe sogar mit kurdischen Kämpfern geredet, die Kommandeure und so alles. Die haben sich bekehrt zu den Herrn Jesus Christus. Die haben Bibel auf Kurdisch haben die gekriegt. Halleluja. Es gibt viele Geschichten, Halleluja. Sogar die Amen, genau, sogar zum Beispiel die PKK-Leute, die Kommandeure kamen. Und haben die Bibel aber bei denen gefunden, auf Kurdisch, dann haben die gesagt, was ist das, war dieses Buch? Da haben sie gesagt, Bibel auf Kurdisch, sagt da einer der PKK-Kommandeur, der in den Bergen in Kamisch liegt und sagt, gib mir eins. Das darf ich haben, sagt er, er hat genommen. Und ich kenne auch Kämpfer, die PKK auf den Bergen sehr jahrelang gekämpft haben, haben sich bekehrt zu dem Herrn Jesus Christus durch das Neue Testament. Und jetzt predigen das Wort Gottes in Mardin und so in Türkei. Und jetzt sind wir Pastoren geworden. Halleluja, guck mal an, wie der Herr wirkt. Ja, also der Apo hat gesagt, der Öcalan, ich habe mehrmals die PKK gefragt, also die Leute, die kämpfen, ich habe die kennengelernt, ich kenne noch, ich habe noch Kontakt mit denen. Die haben gesagt, ich habe gesagt, warum habt ihr ein Neues Testament bei euch? Weil ich gehe runter, eine gute Nacht, Öcalan. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, Herr, haben, gesund. Weil die haben ein Neues Testament bei sich. Dann habe ich gesagt, warum habt ihr ein Neues Testament bei euch? Da hat er gesagt, der Öcalan sagt, Jesus starb als Märtyrer. Genauso sollt ihr sein. Ihr sollt wie ein Märtyrer sein. Ihr sollt euer Volk so stark sein. Jesus hat nicht getötet, sondern hat die Wahrheit gesagt. Und ihr könnt die Bibel lesen, Neues Testament, könnt ihr lesen. Aber andere Bücher sollt ihr nicht lesen. Und die lesen die Neues Testament. Sogar auf den Bergen, sogar viele. Bruder, ich habe Muslime kennengelernt, sind Christen geworden, Halleluja. Die haben geweint. Die haben das gelesen, die haben gesagt, die haben so eine Ruhe im Herzen bekommen. So eine Wärme. Die haben geweint. Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg außer den Herrn Jesus Christus. Der Herr Amen, ist wichtig, Amen, Amen. Schau mal, mein Bruder. Ich war ja hier in Deutschland hier groß geworden. Ich bin aufgewachsen hier in der Kriminalität. Bis ich irgendwann mal zur Älterei, dieser Hells Angels, der Boss war mein Freund. Ja. Wir waren, mit 25 Jahren wollte ich mich umbringen. Und als ich mich umbringen wollte, ich habe geschrien, ich habe geweint. Auf einmal kommt eine Stimme wirklich tief in mein Herzen, betet, redet zu Gott. Ich habe gesagt, wer ist Gott? Dann hat er gesagt, bete. Und alles, was in deinem Herzen, sprich zu ihm, er hört dich. Dann habe ich gebetet und geweint. Ich wusste nicht, was Gebet ist, ich wusste nicht, was Buße tut. Ja. Aber ich habe alles gesagt, Gott, vergib mir, es tut mir leid, hilf mir. Ich habe Böses getan, ich war ein schlechter Mensch. Wer bist du, wie heißt du, hilf mir. Egal wer du bist, hilf mir, ich bin ein schlechter Mensch gewesen. Ich weiß, ich verdiene die Hölle, aber wer, wie heißt du denn, wie ist dein Name? Wer keiner sieht dich, du sprichst nicht, aber ich kann doch nicht glauben, Gott, der dir uns den Verstand geben, den Ohren, Mund, Augen, du kannst auch bestimmt diese Eigenschaften haben. Du kannst auch bestimmt reden, Gott, du kannst auch bestimmt sehen, hören, bitte hilf mir. Gibt es keinen Weg für mich, auch dass ich gerettet werde, als schlechter Mensch, als Krimineller? Deine Gnade muss größer sein, dein Barmherzigkeit muss größer als unsere Fehler sein, als unsere Sünden.
Gibt es eine Tür für mich, eine Spalte, dass ich gerettet werde? Bruder, und in dieser Zeit ist, ich habe geschlafen und auf einmal ist, an diesem Zeit ist mir Jesus erschienen. Jeden Tag Jesus, kam immer der Herr Jesus. Dann habe ich gesagt, warum, wann kommt der Herr Jesus mit Kreuz und Licht zu mir und legt seine Hand auf mich und er segnet mich und dann habe ich gesagt, bist du etwa Gott? Dann habe ich gesagt, wenn du Gott bist, der mir hilft, Herr Jesus Christus, gib mir zwei Kinderzwillinge, bitte, damit ich weiß, nur Gott kann Leben geben. Und ich habe die Kinder beschrieben, die aussehen sollen. Die eine soll Schlitzaugen haben, die eine soll runde Augen, die andere lockige Haare. Ich habe gesagt, ich will wissen, weil nur Gott kann Leben geben. Und er hat mir auch diese Kinder gegeben. Mein Zeugnis sehr lang. Und als die Kinder geboren waren, ich habe geweint, Bruder. Wow. Ich bin ins Krankenhaus nach Hause gegangen. Wow. Ich habe die Kinder gesehen, genau die Beschreibung. Dann bin ich, ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bin kein Christ, aber was du sagst, werde ich tun. Ich hörte auf einmal seine Stimme, sagt er, bist du den wahren Weg? Ich habe gesagt, was ist der Weg? Sagt, ich bin der Weg. Und dann zeigt mir Kreuz und Licht. Und dann habe ich später gesagt, wie soll ich dich kennenlernen? Dann führt er mich zur Bibel. Und ich wusste nicht, was Alte und Neue Testament ist. Er hat mir Sachen zitiert aus dem Alten Testament. Die Feuersäule hat er mir gezeigt. Er kam aus der Feuersäule und legte dann seine Hand dreimal auf mich. Ich musste vor Boden auf ihn knien, vor ihn knien. Hey, Bruder, das war richtig so real. Und ich sah den Herrn, er legte seine Hand auf mich. Und Halleluja. Genau. Und dann redet er durch Wolken zu mir. Dann habe ich alles, was ich die Bibel gelesen habe, die Alte Testament, dass Gott durch eine Feuersäule, er war an die Feuersäule und hat die Juden, die Israeliten aus den Ägypten geführt bei Nacht. Und er war an der Feuersäule. Boah, der hat gesagt, das war Jesus. Ich habe vor dieser Stelle erkannt, das war der Herr Jesus drin, weil er hat mir das gezeigt, bevor ich die Bibel lese. Dann, er hat durch Wolken zu mir geredet damals. Und dann habe ich gesehen, die Bibel steht, dass Gott durch eine dichte, finstere Wolke zu Israel redet. Und genau dieser Wolke habe ich auch, Jesus redete mit mir. Da habe ich gesagt, das ist alles der Herr Jesus. Was hat Jesus mit Israel zu tun? Ich wusste nicht. Und dann, als ich das alles gelesen habe, dann kam ich Neues Testament, dass Jesus für mich gestorben ist. Boah, ich habe geweint. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Dann hat der Herr gesagt, es ist meine Gnade, nimm es an. Und so hatte Jesus mich zu sich gezogen, Bruder. Also ich, meine Zeugnis sehr lang. Schön. Der wahre Glaube. Wir haben ein ähnliches Zeugnis, das mit dem Kind. Aber habe ich mir auch so gewünscht. Ich habe Zwillinge gewünscht und die sollen unterschiedlich aussehen. Ich habe mir ich erzähle das nicht, weil ich Debatten mache, ich will mich nicht angreifbar machen, aber ich habe dasselbe durch. Nicht das mit der Kriminalität, das wäre gelogen, aber ja. Das mit dem Kinderwunsch, das war bei mir. Ja, Bruder. Genauso wie ich es haben wollte, genauso. Und man weiß, wo meine Kinder geboren sind? Hä? Am Tag der Auferstehung von Jesus. Hammer, Amen. Ostern. Ja, Bruder, und ich weiß, dass zwei genau. Kinder, zwei an Ostern geboren, beide selben Tag. Jetzt kommen wir gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt kommen wir den Leuten, das ist Zufall. Und das ist das, mein Bruder. Und deswegen, Gott ist lebendig. Ich habe den Herrn Jesus Christus erlebt und er hat mich Sachen aus der Bibel zitiert, wo ich die Bibel noch nie gelesen habe. Und dann wusste ich, dieser Buch ist wahrhaftig. Dieses Wort ist von seinem Wort. Und wenn einer mir sagt, Jesus ist nicht die Wahrheit, dann lache ich darüber. Wenn die sagen, Jesus ist nicht Gott, dann sage ich, welchen Buch liest du denn überhaupt? Jesus ist Gott. Ich kann mich da auch nur kaputt lachen, nur weil ich habe mir von Jesus Söhne gewünscht und meine sind am Ostern auf die Welt gekommen. Die sind genauso auf die Welt gekommen, wie ich das haben wollte. Es ist, also bitte, wer zu mir sagt, Jesus ist nicht Gott, ich sage, du armer Mensch. Amen, Bruder. Und deswegen sagt das Wort Gottes, Gott ändert sich nicht, er bleibt dieselbe. Heute in Ewigkeit, er bleibt derselbe. Gott bleibt. Gott ist gut, meine Lieben, Gott ist gut. Und Gott kann erscheinen, jeden, wen er will, in welchen. Wann er will, wie er will, wo er will. Genau, wie er ist allmächtig. Form, in welchem Zustand er zu ihm redet. Das macht der Herr. Das ist seine Weg und seine Gnade, seine Liebe ist es zu Menschen. Amen, das ist nicht, Amen. Das ist nicht wie Allah, dass Allah nicht redet. Allah ist ja ein Dämon, Allah ist der Teufel. Und deswegen immer wieder nach Gott fragen. Was sagt der Jesus Christus? Wer mich von ganzem Herzen sucht, ich lasse mich von ihm finden. Amen. Also, Amen. Der sagt von ganzem Herzen, wenn du nach Gott fragst, Gott, bist du wirklich Jesus? Jesus, bist du wirklich die Wahrheit? Bitte hilf mir. Was sagt der Herr Jesus Christus, wenn du von ganzem Herzen das sagst? Er wird sich so erkennen, dass er die Wahrheit ist. Und du wirst die Wahrheit erkennen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ey, Geschwister, ich bin schon mal raus. Ne? Gute Nacht euch, Gottes Segen. Ja. Gottes Segen, Gottes Segen, bleibt gesund, ja. Ihr auch. Ich sing.
Deswegen, mein lieber Bruder, das Wichtige ist es, nach Gott zu fragen und die Wahrheit zu finden. Wir sind nicht hier, um Islam zu zerstören. Islam ist ja zerstört. Islam ist eine Lüge. Wir sollen auch die Wahrheit predigen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und dass er das allmächtige Gott und die Wahrheit und das Leben ist. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir müssen die Finsternis aufdecken, weißt du? Ja. Wir müssen Licht sein in dieser dunklen Welt. Ja, es gibt ja keinen Weg außer den Herrn Jesus Christus, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater. Der Vater außer durch mich. Amen. Amen. Ja. Leute, in den Kommentaren, wenn da jemand ist, kostenlosebibel.de. Ihr könnt euch das Wort Gottes kostenlos besorgen, Leute. Kostenlos. Ein Luxus. Genau wie dieses, jeder Muslim, der wirklich, auch jeder Mensch, der wirklich aufrichtig ist und von ganzem Herzen zu Gott betet und sagt, Gott, bist du wirklich der Herr Jesus Christus? Bist du wirklich die Wahrheit? Bist du wirklich der Retter? Bist du wirklich mein Erlöser? Und wenn du von Herzen ihn suchst, du wirst dich erkennen. Also, wenn das nicht die Wahrheit ist, dann kannst du dir sicher sein, dass Jesus Christus die Wahrheit, guck mal, die Wahrheit macht frei. Du wirst nicht einfach nur Erkenntnis haben, sondern du wirst tiefen Frieden auch bekommen. Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 13, 14, 27, sagt er, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt euch gibt. Also Gott gibt uns seinen Frieden und seitdem habe ich Frieden. Bruder, ich habe so eine Ruhe und Frieden im Herzen, das glaubst du gar nicht. So ist es, Bruder, und du bist nicht allein. Ich bin tiefenentspannt. Das ist das, Bruder. Und der Herr Jesus Christus macht frei, vollkommen, geistlich, macht uns frei. Wir sind eine neue Kreatur. Johannes 3,3 sagt ja, wenn ich aus Geist und Wasser geboren, kann ich nicht in den Reich Gottes kommen. Du musst Amen. Aus Geist und Wasser geboren werden. Man muss neu geboren, nicht aus dem irgendeinen, jemand, der sagt, du bist jetzt Christ. Nein, wer von sich ganz im Herzen Jesus Christus bekehrt, der wird ein neues Geburt bekommen. Tut Buße und bekehrt, wie sagt Petrus Apostelgeschichte, Kapitel 1. So wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Es gibt nichts Schöneres. Ja, Bruder, das ist die Wahrheit. Und deswegen, der Mensch sucht sich in Religionen seinen Halt, die Wahrheit, aber eine Religion gibt dir keinen Halt. Die Religion fordert dich, etwas zu tun. Und vielleicht, wie dabei auch der Allah sagt, vielleicht, Allahu Ya'lam, Allah weiß es, ob du gerettet bist oder nicht, du wirst erstmal sowieso in die Hölle kommen. Ich weiß nicht, wohin du gehst, ich weiß nicht, wohin ihr geht, sagt Allah. Genau, wo ist der Barmherzige, wo ist die Gnade, gibt es nicht. Also der Herr Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, wird er leben. Johannes Kapitel Amen. 11, Amen. 25. Vielleicht hat Allah guten Tag, vielleicht gehst du Dinger Himmel, schlechten Tag, gehst du in Hölle. Du hast keine Garantie. Es gibt es nicht, außer den Herrn Jesus Christus. Und das sagt der Herr Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Johannes Kapitel 1 sagt er zum Beispiel, und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat nicht ergriffen. Und das wahre Licht war in der Welt. Und die Welt erkannte ihn nicht. Und die Seinen haben nicht aufgenommen. Er kam zu seinem, Seinen haben nicht aufgenommen. Sein Eigentum, sogar die Juden haben ihn nicht angenommen. Warum? Weil die erkannten nicht, dass der Messias ist. Warum? Weil deren Augen verschlossen ist. Weil die wollten sich, wie die Herr Jesus Christus sagt, ihr habt euch den Stuhl des Moses hingesetzt und den Schlüssel habt ihr nur angenommen. Und lässt nicht rein, und ihr geht ja selber nicht rein, lässt die auch die nicht hineingehen. Was sagt Jesus Christus, ihr getünschten Gräber. Von außen seid ihr schön aus, aber von innen seid ihr verdorben, wie voller Maden. Also was der Herr für weise Worte geschrieben hat und gesprochen hat. Ja, Bruder. Es ist unglaublich. Mensch muss sich auf den Weg nach der Wahrheit suchen, nicht nach der Religion. Religion ist tot, Religion ist von Menschen. Auf Arabisch bedeutet Din. Din bedeutet, was bedeutet, du bist schuld. Das heißt, du stehst unter Schuld. Das rettet dich nicht. Du gehst wiederum unter dem Schuld. Du ziehst nur Schuld auf dich. Du bist schuldig vor Gott. Und der Herr Jesus Christus nahm den Schuldschein und haftete auf dem Kreuz. Römer, Kapitel 3, 6. Ja, Bruder? Ich sag, wenn ihr weise Worte lesen wollt, dann liest Sahih Muslim 266a. Nein, Bruder, das Bruder, ist du machst gerade so eine schöne hier Dinger, kaputt. Lass doch bitte den Islam weg, weil wir reden hier jetzt schöne Worte und nichts Hässliches. Ja, schon. Ja, der Islam hat keine Ahnung von der Wortesplan, weil der Islam ist eine billige Kopie von Teufel. Der Teufel hat die Menschen in die Irre geführt. Der Teufel sagt zum Allah, du hast mich hier in die Irre geführt, deswegen werde ich auch die anderen Menschen auf die Erde in die Irre führen. Richtig, das sagt er. So ist es. Aber weißt du, was Bitte, Bruder. Bitte schön.
Ja, sag mal. Ich frag mich, guck mal. Vielleicht kannst du die Antwort drauf. Mohammed hat irgendwie mal sowas gesagt wie, der Islam hat fremd angefangen und wird auch wieder fremd enden oder irgendwie sowas. Der wird wie eine Schlange wieder zurück in sein Loch gehen. Viele sagen, dass es ein Ende von Islam ist. Nein, der Islam wird schrumpfen. Wie am Anfang war, der wird genauso schrumpfen, sagt Mohammed. Man wird kleiner werden, ja? Genau. Und genau. Der Islam schrumpft jetzt schon. Die alle wie hier auf TikTok, du siehst nur viele, die Koranit werden. Warum? Wir haben heute auch wieder mal gesagt, weil die meisten kommen der Hadith und Tafsir nicht mehr klar, weil die Tafsir und Hadith zerstören den Islam. Mohammed hat sich in Kot und Urin und Masturbation der Frauen und der und tote Hunde und Urin, wo drin war, und Kacke drin war. Also wie kann er der Prophet Gottes in Urin sich in Kacke waschen? War das, was war mit ihm los? Wir lesen das zum Beispiel, den Sinan und Ibn Majah und so alle sagen, dass Mohammed verhext war. Er war besessen, er war unter der Magie verzaubert und er wusste nicht, was er tut. Wurde doch gewürgt von hinten, ne? Da hat der Sonnenstich, Saudi-Arabien mit 45 Grad, da hat der Sonnenstich, da wurde von Afrikanern von hinten gepackt, ohne Spaß. Genau, am Ende wurde er von Dämonen vergewaltigt. Ja. Ja. Leute, bitte, macht einfach nur euren Verstand auf. Ja, und erstes Wort von Koran ist Ikra. Lies. Bitte liest. Ich als Christ sag euch, bitte liest. Und ihr werdet sofort zu uns kommen. Sofort. Tafsir ibn Kassir sagt das, muss ich die Sura nochmal suchen, sagt er, der Esel sagte zu den Bilyam, sagte zu Balram, einer der Propheten der Islam, sagte er, Nacht, nimmst du mich durch und über Tag reizt du mich. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Er sagt, Tanka'ani bin Leila wa Tarkabani bin Nahar. Du nimmst mich nachts durch, also richtig auf Arabisch, ne? Und über Tag reizt du mich. Eieieiei. Und das soll von Gott kommen? Ja. Ich bitte dich, hör mir auf. Mohammed, ja. Zainab bin Tajahish, Surat al-Azab 37, Surat al-Azab 50, sagt er klar und deutlich. Und er hat die Zainab begehrt. Allah hat einen Wind geschickt und das, als Mohammed zu ihnen, zu Zaid, seinen Sohn, Adoptivsohn, nach Hause gegangen ist, Allah hat einen Wind geschickt und Zainab war leicht bekleidet. Und ihr Kleid wurde hochgehoben von dem Wind, weil Allah dieser Wind geschickt hat. Und sie war leicht bekleidet. Die hat schöne Körper geweißt, nicht wie die andere Quraysh-Frauen. Und dann sagte Mohammed, Subhanallah, liqlab al-Qulub, Mohammed hat sie begehrt. Allah sei gepriesen, sehr, der den Herzen verändert. Und was ist geschehen? Mohammed hat sie begehrt und dann am Ende sagt er, und wenn Mohammed einer von euren Frauen begehrt, dann muss ihr sofort sie verlassen, damit Mohammed sie bonga bonga macht. Ja, ja, wenn der Blick auf sie gemacht hat, dann ja, genau. Ja. Genau. Leute, ich muss den Stream beenden. Mashallah. Mohammed hat nichts ausgelassen, Bruder. Der hat überall rein, egal. Bam, hier, dort, egal. Orban, Bruder, Habibi, Gottes Segen, Barefs. Gottes Segen, danke, vielen Dank. Meine Brüder, bleibt gesund, ja. Danke für die Gespräche, ja. Bleibt gesund. Ja, der wahre Bruder, du auch, Gottes Segen. Und alle Brüder und Geschwistern, auch die unten, der Herr segne euch. Sag auch im Chat, bleibt alle gesund, meine Lieben, ja. Der Herr Jesus Christus, die Wahrheit, lest die Bibel, bleibt standhaft, bleibt stark und Gott ist mit uns. Jesus Christus. Amen.